Nummer 12. Nummer 12 und auch mein Chef, schon ein gutes Zeichen. Und drei Zimmer mit Bad, du, das wäre eine Wohnung für mich. Fred, bist du denn größenwahnsinnig geworden? Wieso denn? Was willst du denn mit so einer großen Wohnung? Ja, doch nicht für mich allein. Aber wir heiraten doch bald, dann ziehst du doch zu mir. Wirklich? Werden wir bald heiraten? Selbstverständlich. Warte nur noch auf die erste Gehaltszulage. Und wenn du die nicht kriegst? Dann heiraten wir trotzdem. Die ersten 8 Tage im Monat können wir auf jeden Fall herrlich davon leben. Die anderen 22? Haben wir uns lieb? Doch, sehr schön, ne? Also jetzt sehen wir uns auf jeden Fall mal die Wohnung an. Komm! Na, einmal die Klingel in Gang setzen, sollte schon genügen. Was wünschen Sie? Wir kommen wegen der Wohnung. Dann werde ich öffnen. Vorsicht, die Schwelle ist mit Glanzlack gestrichen. Wie bitte mit Glanzlack? Glanzlack. Ja. Haben Sie gehört? Jawohl. Vorsicht, Glanzlack. Blicken Sie ganz unbefangen um sich. Jawohl. Das hier ist das Vorzimmer. Aha. Ganz modern. Jawohl. Und wo sind die anderen Zimmer, bitte? Die anderen. Folgen Sie mir. Das hier ist das Esszimmer. Aha. Das Esszimmer. Ja, verzeihen Sie. Ich dachte, Sie vermieten möbliert. Und was fehlt denn hier? Naja, Gott, ich dachte, eine Sitzgelegenheit wäre nicht schlecht. Moment. Ach, das ist ja köstlich. Nehmen Sie Platz. Ist nicht schlecht, was? Ja, wenn jetzt noch ein Tisch erscheinen würde, könnte man sich wirklich einbilden, in einem Esszimmer zu sitzen. Für alle Eventualitäten ist gesorgt. Das ist ja großartig. Das ist aber sehr praktisch, was? Da brauchen wir nur noch eine kleine Anrichte zu kaufen. Wieso? Warum? Ah, na sowas? Ach, das ist ja ausgezeichnet, wa? Ach, verzeihen Sie, ist das Schlafzimmer auch so komplett eingerichtet? Selbstverständlich. Das ist ja fabelhaft. Sie sind doch verheiratet. Nein, noch nicht, aber ich habe die Absicht. So, nur die Absicht. Und hier haben Sie eine kleine Küche. Ach, ist das schön. Na und praktisch, was, wenn wir erst verheiratet sind? Und hier ist das Herrenzimmer. Das ist mein Raum. Das ist wirklich urgemütlich. Jetzt bin ich nur neugierig, wo das Badezimmer ist. Das ist der einzige Nachteil dieser Wohnung. Das Badezimmer ist extra. Gott sei Dank, ich habe schon geglaubt, das Bad kommt auch aus der Wand heraus. Ja, also die Wohnung gefällt mir. Die hat bis jetzt noch jedem gefallen. So. Und der Preis, bitte schön? Der hat noch niemand gefallen. Das übersteigt allerdings beträchtlich meine Erwartungen. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag, liebe Frau. Solange ich allein hier wohne, zahle ich die Hälfte. Sie wissen ja noch gar nicht, wie viel Sie zu zahlen haben. Das macht nichts. Die Hälfte ist immer billiger. Das stimmt. Und wenn wir verheiratet sind, dann zahlen wir den Vollpreis. Ja, wenn Sie verheiratet sind. Hm. Jawohl. Gestatten Sie meine Karte? Fred Reigersheim, das sind Sie. Jawohl. Des Kosmetischen Institutes, Direktor Professor Dr. Emil Mangolds. Ja, von dem habe ich schon viel gehört, ja. Da kann man sich die Nase, die Ohren oder sonst was verschönern lassen. Sehr richtig, Frau. Bitte schön, wenn Sie vielleicht mal etwas brauchen, dann würde ich... Ich? Gott behüte. Das überlasse ich denen, die es nötig haben.
Nummer 13, meinen Sie, Frau Griechisch. Ich weiß nicht, Frau, ob so eine streng klassische Nase zu Ihrem energischen Kind passen würde. Ich würde lieber etwas anderes vorschlagen. Wollen wir mal sehen, ob was da ist. Vielleicht Nummer 3, nicht? Ich will zuerst das Original zeigen, das hier Nummer 4. Aus dieser Nase habe ich dann diese Nase hier geformt. Das ist das Anzusehen. Ist sehr aparte Form, ist sehr modern, wird sehr viel getragen. Nein, Herr Doktor, diese Nase gefällt mir nicht. So eine habe ich ja selber. Ich möchte mal eine andere eine haben. Andere, ja. Vielleicht Nummer 11. Nummer 11, bitteschön, Nummer 11. Wollen wir gleich sehen, was das ist. Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Ach, warum? Aber hier, Frau, das ist doch eine völlig abgetragene Nase. Aber die ist ja heute ganz unmodern geworden. Nein, nein, das ist nichts. Schauen Sie, eine Nase muss einem doch Freude machen, nicht wahr? Sonst hat doch die ganze Neugestaltung doch gar keinen Zweck, nicht wahr? Aber ich will Sie gar nicht überreden. Ich versuche Sie irgendeine fesche Nase aus, werden dann darüber noch sprechen, ja? Ich will inzwischen meine Klientinnen besuchen, ja? Bitte. Moment. Darf ich bitte Ihre Hand nehmen? Na, was macht das Nase? Na, das geht mir sehr gut. Noch ein paar Massagen, sonst in schönster Ordnung. Auf Wiedersehen. Darf ich mir die Hand bitten, Frau? Na, schon ein paar Falten verschwunden, ja? Jawohl, Herr Professor. Alles in Ordnung. Noch ein paar Bestrahlungen und die Haut ist glatt wie eine Billardkugel. Na, Billardkugel, das wird ja sehr fesch. Ja, schön. Ja. Darf ich bitten, Frau? Morgen, Herr. Ja, bitte. Ja, es ist noch schwer zu beurteilen, aber ich hoffe schon. Ja, auf Wiedersehen. Ich möchte den Bericht von der letzten Woche sehen, ja? Bitte, Herr Professor. Was war da? 40 Kohlensäurepackungen, 3 Emaillierungen, 3 Nasenkorrekturen, eine Ohrengleichrichtung, 97 Massagen, so allerhand. Ja, ja. Die Woche war ausgezeichnet. Saisonbeginn, Herr Professor. Na, sonst noch was? Nein, nein, sonst. Das heißt doch, ja, ich hätte noch ein kleines Jubiläum. Es sind nämlich gerade 30 Tage her, dass mein Gesuch um Gehaltserhöhung abschlägig beschieden wurde. Ja, da gratuliere ich. Das ist sehr interessant, ja. Ja, ich habe das durch den Kopf gehen lassen. Ja, bitte. Sonst aber nichts. Sonst ist tatsächlich nichts. Pardon. Ja, bitte schön. Hallo? Wie? Jawohl, Herr Professor ist zugegen. Einen Moment, bitte. Bitte, Professor. Guido. Was für ein Lido? Hallo? Hier ist Professor Mangold. Was für ein Lido? Ach so, der Lido. Venedig. Ja, bitte, was steht zu Diensten? Hier ist Thomas Tyert. Ich halte es nicht mehr aus mit meiner Tochter. Sie haben im vorigen Jahr ihre Freundin Daisy gemacht, eine so entzückende Nase, dass alle unsere Bekannten sofort waren in sie verliebt. So, das macht ja das größte Vergnügen, ja? Hör ich sehr gern. Jetzt will meine Tochter Mary auch so eine Nase. A Greek nose. Sie kommt morgen früh nach Wien mit dem Schnellzug um 7:25. Um 7:25 und ich möchte Sie bitten. Ja, natürlich, bitteschön, sehr gern. Also ich werde die junge Dame morgen früh an der Bahn abholen lassen. Ja, und ein Hotelzimmer euch auch besorgen lassen, natürlich. Wie war der Name, bitteschön? Miss Mary Tyrant, ja? Ja, Miss Mary soll eine Nase bekommen, also die einfach, ja, also mit einem Wort, eine Nasen. Na, das ist ja wunderschön. Ich habe soeben eine neue Klientin bekommen. Miss Mary Tyrant. Die Tochter des berühmten Parfumfabrikanten? Jawohl. Das ist ja wunderbar. Da gratuliere ich dir. Es ist eine fabelhafte Reklame, ja, für dich. Da wird sich deine Praxis mit einem Schlag verdreifachen. Na, das hoffe ich. Da kann ich in 1-2 Jahren diesen ganzen Schönheitsrummel an den Nagel hängen und mich meinen wissenschaftlichen Studien widmen. Ja. Angesichts dieser erfreulichen Aussicht darf ich Herrn Professor wohl an die mir zugesagte Gehaltserhöhung erinnern. Ja, da hat er vollkommen recht. Das ist wirklich eine erfreuliche Aussicht, was? Wolltest du sonst noch etwas? Nein. Aber dein Herr Sekretär hat dich doch um etwas gebeten. Ja. Ach so, ja, wegen Frau von Seefried. Also bitte gehen Sie mal raus und fragen Sie die Dame, ob sie sich endlich für eine bestimmte Nase entschieden hat, ne? Und wenn? Na, dann kommen Sie rein und melden Sie mir das. Dann bekommt sie meinetwegen eine griechische. Bitte. Ja.
muss schon sagen. Was denn? Versprich. Was ist dir schon wieder über die Leber gekrochen? Bitte, es handelt sich hier nicht um meine Leber. Aber es fällt mir auf. Bei meinem früheren Sekretär, den Herrn Koppenitz, na, der mit dem, mit der Glatze, mit der Brille, dass du mich nie in meiner Sprechstunde besuchst. Und in letzter Zeit, da kommst du immer. Hm? Willst du vielleicht damit sagen, dass ich mich für deinen Sekretär interessiere? Bitte, ich will gar nichts damit sagen. Ich will nur sagen, dass es mir auffällt. Ne? Dann gebe ich dir einen guten Rat. Lass dich schwarz anstreichen. Ja, warum? Für deine neue Rolle als Othello. Als Othello, wieso? Also, wobei bleibt mir, Frau? Ich denke, bei Nummer 11. Die wird zu blond am besten passen. Ja, aber, Verzeihung, Sie sind doch dunkel, Ehefrau, sind doch nicht blond. Nur noch diese Woche. Dann stelle ich mich um auf blond und verträglich. So. Eine Geburtstagsüberraschung für meinen Mann. Ach. Ein Mann wie du hat gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Den ganzen Tag bist du nicht zu Hause. Und wenn du am Abend kommst, bist du müde. Und wenn du nicht müde bist, dann... Bin ich auch müde und ich lese Zeitung. Ich weiß, liebes Kind, was soll ich machen? Ich möchte nur wissen, wozu du mich geheiratet hast. Das möchte ich jetzt... Was? Was? Ja, meine, liebes Kind, ich will dir das jetzt gleich erklären, nicht? Weil ich mich in dich verliebt habe, mein Liebes, nicht? Schöne Liebe. Wenn man in eine junge Frau verliebt ist, muss man sich auch um sie kümmern. Ja. Mit ihr ausgehen, sich mit ihr zeigen. Du hast vollkommen recht, das muss man auch. Und das werde ich auch tun. Ich nehme dich dein Wort. Morgen Abend gehen wir aus. Ja, morgen Abend gehen wir aus. Und zwar gehen wir in die Urania. In die Urania? Ja. Nein, nicht in die Urania, sondern meine, wohin du willst. In eine Bar. In eine Bar, guck, ja, in eine Bar. Eines weiß ich, vor 1 Uhr früh wird nicht nach Hause gegangen. Wird nicht nach Hause gegangen, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Die Frau ist verrückt. Was? Nee, das ist nicht normal. Und was für eine Frau reden Sie? Doch von dieser dunklen Dame da mit der, die Nase. Ach so, Frau von Seefeld. Ja, ja, ja. Hat sie sich entschieden? Ja, entschieden hat sie sich, ob das aber die letzte Entscheidung sein wird. Aber für mich ist die letzte Entscheidung gefallen. Ich werde mich von nun an viel mehr um meine Frau kümmern müssen. Und Sie werden mir verschiedene Sachen abnehmen. Bitte schön, Herr Vor allen Dingen fahren Sie bitte zum Hotel Imperial und bestellen für diese junge Dame, da am Lido, wer ist sie denn? Mrs. Tyler? Ja, ja, Mrs. Tyler. Ein schönes Zimmer. Zimmer mit Bad. Mit Bad, ja, sie soll baden, ja. Und morgen früh um 7.25 Uhr, bitte fahren Sie mit einem Dutzend schöner Rosen zum Südbahnhof. Dutzend Rosen, Südbahnhof. Südbahnhof, ja, und holen die Dame ab. Bitte schön. Ja, mein Wagen wird an der Bahn stehen. Jawohl. Herr Professor, mein Wagen wird an der Bahn stehen. Das merke ich mir. Bitte schön, Wagen mit Bahn, bitte schön. Wagen an der Bahn, wenn ich das alles gut erledige, dürfte ich da wegen meiner Gehaltsaufbesserung sprechen. Sprechen, apropos sprechen, gut, dass Sie mich daran erinnern. Sprechen Sie Englisch? Jawohl, Herr Professor. Noch, dann ist es sehr gut. Also bitte nicht den Zug versagen, ja? Nein, nein, nein. Ja, und dürfte ich dann morgen früh eventuell? Ja, vielleicht rote Rosen ist am besten. Ja, ich denke schon. Mary. My dear Papa, I know exactly what you're going to say. Everything's going to be perfectly all right. I haven't forgotten a thing, and Professor Mangold has reserved an apartment for me. Listen, the parlor, dear. You've no idea. You won't recognize me when I come back with my new nose. Jetzt habe ich mich so auf deine ersten Besuche in meiner neuen Wohnung gefreut. Jetzt machst du mir eine Szene. Aber warum schickt man denn gerade dich an die Bahn? Na, warum soll ich denn nicht auf die Bahn gehen, um meine alte, hässliche Engländerin abzuholen? Aber vielleicht ist sie doch jung. Engländerinnen sind nie jung. Besonders nicht nach einer Nachtfahrt. Außerdem hat sie so eine Nase. Na, dafür lässt sie sich doch operieren und kriegt nachher eine schöne neue. Das ist schwer mit dir, Mimi. Sehr schwer. Mit diesen Damen kann ich natürlich nicht konkurrieren, die sich bei euch behandeln lassen. Ich bin nur ein einfaches Mädel. Ich bin eben so, wie ich bin. Aber Mimi, deswegen habe ich dich doch so lieb. Oder glaubst du, mir imponieren diese Gesichter, die zu uns kommen und sich herrichten lassen, was? Ach, das überhaupt für Damen sind. Es sind die Damen heutzutage gar sehr aufs Äußere bedacht. Von früh bis spät gibt's eine Frage, wie man die Schönheit schöner macht. Die Schönheit wechselt mit der Mode. Was früher schön war, ist heute mies. Und doch die einzige Methode ist Eva schon im Paradies. Der schönste Zustand auf der Welt ist das Verliebtsein. Der macht die Damen alle jung und schön. Ja, so ein kleines bisschen richtiges Verliebtsein wirkt wie ein Wunder aus dem Himmelshöhen. Wenn auch der Doktor tausend Lästerchen verschriebe, das beste Schönheitsmittel ist und bleibt
die Liebe. Der schönste Zustand auf der Welt ist das Verliebtsein. Der macht mit einem Spruch die Damen schön. Vorbei, mein Freund. Wie? Fünf. 5 Uhr. 5 o'clock. Oh, thank you. I'm very tired. Tired? Sie meint, sie sei müde. Tired heißt müde. Ah, tired heißt müde. So ein Tanzgirl hat's nicht leicht. So. Gleich nach der Vorstellung auf die Bahn und am nächsten Tag schon wieder woanders auftreten. Aber hingehängt, jetzt ist er weg. Junger Mann, Sie sind verrückt. Ah, wieso? Na, da hängt er ja. Sie haben ihn aufs Bett gelegt. Ich? Ja, Sie. Also, wie kommt dieser Anzug jetzt? Ja, das weiß ich doch nicht. Unglaublich. Na, da sehen Sie. Ach, das ist eine Wohnung. Wie sind Sie bloß zu dieser Wohnung gekommen? Die habe ich von einem Irrsinnigen übernommen. Hallo, kleines Fräulein, es ist Zeit. Wien! Oh, Vienna? Ja, ja, Vienna. Yes, Vienna. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Ist das schon der Schnellzug aus Venedig? Jawohl. Dankeschön. Kennen Sie Cosmetic Institute, Professor Mangold? Stadtbekanntenjenige. All right, fahren Sie dorthin. Jawohl, bitte. Was haben Sie gesagt? No English. Na, verstehe ich nicht. Oh. Oh, please, pardon. Miss Tired? Tired? Yes. Oh, I'm very tired. Yes? Oh, yes. Oh, I am very glücklich. Sehr, sehr happy, wirklich sehr happy. Please. Oh, how sweet. Das ist von Professor. What Professor? No, von Chef von the Institute. Oh, the Director. Yes, 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 Director. Oh. Also, go on mit mir, please. Where are we going to? Please, I not ganz verstehen. Where are we going to? Ah, going. Oh, wir gehen Hotel Imperial. Oh, that's a first-class hotel. Klasse Hotel, erstklassiges Hotel. Yes, yes. Thank you.
das ist sehr gut, das gefällt mir ausgezeichnet. Also dann bitte übergeben Sie der Dame, wenn sie kommt, meine Karte. Oder nein, es ist ja, ein paar Minuten kann ich erwarten. Dann brauche ich sie nicht wieder. Dankeschön. How do you do? Mr. Director. Oh, thank you so much for the flowers. Ist ja so much. Und von der Reise, Excuse me, just a moment. Moment, ist sie wieder hier. Entzückend, wie? Etwas schon, aber wissen Sie, ich verstehe gar nicht, warum Sie sich die Nase operieren lassen. Vielleicht kann mir was anderes wegschneiden. Ein Spleen, Herr Professor. Englischer Spleen. Am I not nice? Sie meint, das habe ich jetzt verstanden. Ja, aber kleines Fräulein, was gefällt Ihnen die Verlierer? Nice, hm? Oh! Sehr burschig, das war's. Englisch, vollkommen Englisch. Ach so, englische Zitte. Naja, also was machen wir da? Hm? Me? Ja. Yes, yes. Ja, das ist er. Ja, das habe ich auch. Was macht du? Was taucht die denn da aus? Ich bin doch noch dran. Das ist. Millionär, ne? Und was anderes. Das ist eine Wahnsinnige. Und darum will sie sich die Nase operieren lassen. Ja. Gut? Sehr gut, natürlich sehr gut. Sie, das ist bestimmt ein Irrtum. Die gehört in die Behandlung eines Psychiaters. Oh, aber glauben Sie mir. Wasn't it good? Oh, wunderschön, sehr cool. Machen Sie das zu Hause auch so, ja? Yes, with my father. Was? Father ist Vater auf Englisch. Father, Father. Aha, ah, mit Herrn Father. So. Yes. Ah, der Herr Papa kann das auch noch. So. Yes, he's a leading clown. Oh, clown ist Kloven. Was ist ein Kloven? Yes, of the Victoria Circus. Circus. Ja, wieso sind Sie, wer sind Sie? Wie heißen Sie denn? Eleanor Gray, Dancer. Dancer, was ist Dancer? A girl. Was, ein Dance-Girl sind Sie? Ja. Und sagen Sie, was haben Sie denn da angestellt? Ja. Ein irrsinniges Dance-Girl bringen Sie daher? Und die wirkliche Miss Dyer, die gondelt in ganz Wien herum unter Seelen allein? Ich dachte, Sie können Englisch. Ich dachte es auch, Herr Professor. Ich habe mich scheinbar getäuscht. Also sieht das mit der Gehaltsaufbesserung. Das schlagen Sie sich gefälligst aus dem Kopf. Das ist eine Unverschämtheit. Herr Professor, ich kann nur sagen, excuse me. Ah, jetzt können Sie Englisch. Oui. Yes. Hinaus. I am desperate. Hinaus! Sprechen Sie Englisch? Yes, sir. Hinein. Herein, was ist denn? Was wollen Sie denn? Ach so, Sie sind das. Bitte kommen Sie mal her, Ober, geschwind. Sagen Sie mal, Herr Ober, kennen Sie Englisch? Yes, sir. Ja, dann bitte sagen Sie der Dame, sagen Sie dem Fräulein, Sie soll entschuldigen, dass ich so aufgeregt bin, aber das Zimmer ist nicht für Sie reserviert, sondern für eine andere. Bitte sagen Sie das. Excuse me, madam. Yeah. It's all a mistake. This room is not reserved for you at all, but for another lady. Verstehen Sie? Für eine other lady. Oh, not for me! Oh, not for me! Not for me, aber deswegen brauchen Sie doch nicht so aufzuregen. Oh, not for me! Ja, not for me, aber bitte, das kann ich Ihnen in Englisch sehr schwer erklären. Bitte nehmen Sie mir das Fräulein ab, ja? That's terrible. Natürlich ist das terrible, das sage ich auch. Aber bitte, Sie können ja ganz ruhig 2, 3 bis 6 Tage hier bleiben, bis Sie was anderes gefunden haben, verstehen Sie? Natürlich geht das auf meine Rechnung. Ich zahle es Ihnen gleich im Voraus, oder? You are a gentleman. Ja, ich bin ein rarer Gentleman. Warum lachen Sie? Da gibt es gar nichts zu lachen. Who is this gentleman? Dr. Emil Mangold. Ja. Thank you. Dearest Dr. Emil. Ja, das könnte Ihnen so passen, aber das geht ein bisschen zu weit, Fräulein, ja? Lacht schon wieder. Also, goodbye. Goodbye, auf Wiedersehen.
Mimi, du bist hier? Grüß dich. Du, ich habe heute ein furchtbares Pech gehabt. Das hast du allerdings gehabt. Wieso weißt du das? Ich habe dich nämlich gesehen. Wo? Im Auto. Im Auto? War das vielleicht die alte hässliche Engländerin, die du abgeholt hast? Die mit der Gurkennase? Allmächtiger, auch das. Nein, das war sie allerdings nicht. Leider. Das war nämlich gerade mein Pech. So, das Pech hat dir aber scheinbar sehr gut gefallen. Wieso? Weil du dauernd zu diesem Pech hingelächelt hast. Ich habe hingelächelt. Ich habe nicht hingelächelt, ich habe zurückgelächelt. Dafür bin ich nämlich engagiert. So, und dass du ihr Rosen kaufst, jetzt wo sie so teuer sind, dafür bist du auch engagiert? Selbstverständlich. Du verzweifelt einfach. Hinauswerfen tust du mich auch? Aber Kind, das war doch aus Versehen hier. Das war Absicht. Das kannst du nicht dumm machen. Hier hast du deine Geschenke, deine Briefe. Wir sind verschiedene Leute. Aber Mimi. Ach, der Tag fängt gut an. Au. Ach Gott, das ist schon zum Verzweifeln einfach, diese Wohnung. Herr Professor. Na was denn? Was? Das reden Sie doch schon. Fräulein Mary Tyler erwartet Sie. Wo? Hier. Professor Mangold, where went you at the station to meet me? Oh, yes, schon wieder. Yes, aber ich, Englisch, no. Nur oh, Deutsch. Aber ich spreche Deutsch. Ach, das ist ja wunderbar. Sie waren nicht an der Bahn. Nein. In Ihrem Kosmetik-Institut waren Sie auch nicht. Darum bin ich kurz entschlossen hierher gefahren. Ja, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ja, aber so hör doch zu. So sei doch nett zu mir. Mimi. Was? Mimi. Hallo. Mimi. Hallo. Jetzt will ich aber nichts mehr hören. Sie sind zu charmant, Mrs. Mangold. Aber... Das ist doch selbstverständlich. Natürlich, wenn Sie Ihr Gepäck schon hier haben, dann bleiben Sie doch auch bei uns, ne? Wir haben ein sehr nettes Fremdenzimmer da oben, unten. Unten? Nein, unten. Da sind Sie wirklich ungestört. Oh, das würde ich gerne annehmen. Aber ich liebe nicht, jemanden zu zerstören. Aber Sie zerstören bestimmt niemanden. Ich gehe heute Abend raus mit meinem Mann. Ja, wir wollten zuerst in die Urania gehen, aber gehen in eine Bar. Wollen Sie nicht mitkommen? Oh, ich bin sehr traurig, dass ich nicht kann. Aber ich bin von der Reise noch etwas hingenommen. Hergenommen. Oh, auch. Und überhaupt, ich möchte mich in Wien erst zeigen mit der neuen Nase. Sie verstehen? So eine Nase sollen Sie bekommen. Oh, so eine Nase? Nein, so eine. So? Aha. Hallo. Ja, bitte, Fräulein Mimi. Aber ich kann doch in meiner Arbeitszeit nicht dauernd Privatgespräche führen. Bitte? Ich möchte einen Ort an der Adria, wo ich mit 20 Lire pro Tag auskommen kann. Mit 20 Lire? Ja. Hallo? Nein, das ist ausgeschlossen. Also 25 Lire. Geht schon gar nicht. Was? Wenn ich mehr bezahle? Es ist schade um jedes Wort. Bitte schön, bitte. Nein. Wenn du nichts von mir wissen willst, dann will ich auch nichts mehr von dir wissen. Bitte schön. Ja, aber in dieser verrückten Wohnung kann man ja nichts finden. Wenn man seinen Anzug sucht, kommt das Nachtkästchen heraus. Wenn man essen will, fliegt einem das Bett auf den Kopf. Aber es ist doch alles so praktisch eingerichtet. Was suchen Sie denn? Meinen Hut, meinen Mantel. Da brauchen Sie nur auf den richtigen Knopf zu drücken. Da. Sehr sinnig in der Bibliothek. Na, warum sind Sie denn so aufgeregt, junger Mann? Fragen Sie nicht. Mir alles ganz egal. Ihrem jetzigen Zustand würde eine Flasche Wein sehr gut tun. Bin aber Anti-Alkoholiker. Das ist traurig. Dann werde ich Ihnen heute Abend zum Abendbrot ein Glas Limonade auf den Tisch stellen. Ich weiß nicht, ob ich zum Abendessen wiederkommen werde. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt wiederkommen werde. Was wollen Sie denn tun?
Das weiß ich noch nicht. Jedenfalls etwas Furchtbares. Da wird sich doch nichts antun. Und ein Mädel wie du. Herrgott im Himmel, was sagst du dazu? Schöner als hier mit meinem Mädel beim Wein kann's auch im Himmel nicht sein. Wenn vom Prater rüber scheint, Schweinhäuser, möchte ich ohne Aufenthalt mit ihr tanzen, den ganzen Wiener Wald. Auch aus Wien und ein Mädel wie du. So was braucht der Mensch noch mehr dazu? Sitz ich allein beim Glas Wein, folg mir die alte Weisheit ein, such dir ein Mädel, gekissen ist keine Sinn, wie dein schönen Kind. Wenn man's findet, und wenn's ihr lacht, dann lacht ihr zu. Wird's langsam Nacht, dann sag ihr du. Und schon beim zweiten Glas, da denkt sie längst, gerade dasselbe das, was du dir denkst. Sie mich und den Mädel wie du. Herrgott, in mir, was sagst du dazu? Schöner als hier mit mein Mädel beim Wein kann's auch im Himmel nicht sein. Wem vom Prater rüber Zwei Häuser, möchte ich ohne Aufenthalt mit dir tanzen durch den ganzen Wiener Wald. Ein Lied aus Wien und ein Mädel wie du. Sag, was braucht der Mensch noch mehr dazu? Brauchen der Herr vielleicht ein Wagen? Wieso denn? Ich möchte den Herrn nach Hause fahren. Sind Sie denn auch Kutscher? Ich bin der letzte Einspänner von Wien. Ach so? Wo ist denn Ihr Wagen? Da steht mein Araber. Der Schimmel? Ja. Mit dem fahre ich nicht. Taxi! Na, beruhigen Sie sich, mein Kind. Sie müssen mir alles sagen, Frau Sommer. Was hat er zuletzt gesagt, als er ging? Ich glaube, gute Nacht, Frau Sommer, hat er gesagt. Gute Nacht, hat er gesagt. Ja. Aber das wäre doch gar nicht so bedenklich. Nein, das wäre nicht bedenklich. Aber was er vorher gesagt hat, das war merkwürdig. Und darum habe ich Sie auch angerufen.
Das ist sehr lieb von Ihnen, Frau Sommer, dass Sie so besorgt sind. Na, erlauben Sie mal, in einem solchen Fall, wo bekomme ich denn so geschwind wieder einen Mieter her? Was wollen Sie denn damit sagen? Nichts. Doch, doch, Sie verschweigen mir etwas. Hat es denn zwischen Ihnen etwas gegeben? Nur eine kleine Auseinandersetzung. Aha, also doch, ja. Aber das war doch gar nicht bös gemeint. Kann er schwimmen? Um Gottes Willen, was meinen Sie denn damit? Nichts. Jedenfalls habe ich ihm sein Abendbrot und ein Glas Limonade zur Beruhigung hergestellt. Alkohol trinkt er ja nicht. Er ist nämlich Abstinenzler, sagt er. Wirklich sehr gut. Ist alles so ein feines Publikum, nicht? So vornehm. Ich hab dir doch immer gesagt, wir wollen mal aufnehmen. Ja, glaube ich, ist eine gute Idee von dir. Einen schönen Abend. Sollen wir nicht doch lieber, wollen wir nicht weggehen, woanders hin? Was? Ich weiß nicht, es gefällt mir nicht so, weißt du, das Publikum ist so gewöhnlich, nein? Findest du nicht? So bist du. Jetzt willst du mir auch diese Freude verderben. Nein, absolut nicht, das will ich nicht, aber ich möchte doch vielleicht, ich meine, woanders hingehen, wo es schöner ist. Hm? Ich finde das wunderschön hier. Ja, naja, wie du glaubst, ich habe nur ein Versuch gemacht, weil... Na, hoffentlich. Baby, I love you too. Baby, I have my mind.
Publikum. Oh, es ist lovely Stadt, sie hat ein charming Fluidum. Servus, du, that's usual here. Alle sein hier so lieb with me. Sing it just a little song, ich doch nicht weiß Bescheid. When a little boy with me will zärtlich sein tonight. And try sing, das lern ich nie. Talk with music to me. Baby, I love you so, baby, mein Herz ein froh, wenn ich auch nicht Deutsch kann, I have to sleep, baby, sag, was heißt Kuss, weil ich nicht küssen muss, denn ich will my happy end, you understand, you understand, kiss me. Wirklich eine Frechheit. Wie kommt diese Person dazu, sich Emil zu nennen? Ja, wie kommt die dazu? Ausgerechnet Emil. Naja, weil ich Emil heiße wahrscheinlich. Du kennst sie. Ich? Nein, ich kenne sie überhaupt nicht. Woher soll ich sie kennen? Weil sie glaubt, dass ich das Geld bezahlt habe. Was für ein Geld? Kein Geld. Na, ach so, das weißt du nicht. Das ist sehr interessant, pass auf. Nämlich, mein Sekretär hat mich mit einer anderen Dame verwechselt und da hat er wahrscheinlich geglaubt, dass ich... Da habe ich eben das Hotel bezahlen müssen. Das Hotel bezahlt? Nein, nicht so. Für Sie habe ich das Hotel bezahlt. Das ist ein Skandal. Na, das ist, glaube ich, auch ein Skandal, sowas. Das verstehe ich auch, warum du nicht da bleiben wolltest. Ich wollte nicht da bleiben? Aber du wolltest doch weggehen. Na, weil es mir nicht so gefallen hat wie... Bitte bring mich sofort nach Hause. Aber Mausele, lass dir doch erklären, das Ganze ist doch bloß ein Missverständnis. Ich kann doch nichts dafür, wenn mein Sekretär das arme Mädel herbringt und die weint und da kann ich doch nicht weinen. Verschone mich mit den Details. Ja, ich wollte in die Urania gehen, aber du wolltest doch... Avagel, Herr Baron. Mein lieber Freund, ich gehe zu Fuß. So, zweitens haben wir das genommen. Jesus, wie die Jahre gehen, seh ich recht an dich. Warst einmal bei Licht gesehen, so ein fesches Ding. Bissere Haare wachsen noch, aber schon verfärbt. Stehst auf deinen Achsen noch, aber schon bist du wert. Liebling, seh ich dich so schön, flieg mir der Hand, denn du warst das Sauberste, du liebst so genug. Dennoch, Peter, ich könnte weinen, wenn ich denke, schön du warst. Dennoch, Peter, könnt ihr weinen, doch du mir diesen Schmerz nicht erspar. Dass Schönheit nicht besteht, das zieh ich in Betracht. Doch dass ich so vergeht, das hätt ich nie gedacht. Dennoch, Eva, ich könnt ihr weinen, wenn ich denke, was ich sei aus einem Mann. Name des Vermissten? Fred Reinersheim. Thank you.
Kilo Pfeffer. Hier scheint die Klinger Kundschaft. Einen schwankenden Alkoholiker. Gehen her, ich führe Ihnen in meinen Wagen. Komm mal. Wie schön. Ich war. Jo, schauen Sie in der Nacht, Sie sind ja nicht. Kommen Sie, steigen Sie rein. Na, Haus. Ja, und wo ist das? Zu Haus. Ja, wo ist das zu Haus? Nummer 12 links. Na und die Straße? Was für Straße? Na, wo ist die Bahn? Zu Haus? Nummer 12 links. Servus. Der, vor lauter Alkohol, seine Straßen vergessen. Sonst kann ich her, wissen Sie nicht vielleicht, beiläufig? Wir sind Nummer 12, abfahren. Von mir aus? Fahren wir ab. Vielleicht haben wir Glück. Wir können besser. Gute Nacht, Stanislaus. Morgen liegen. Dauert das noch? Ich verstehe nicht, das Schlüsselsperren. Und sind die her? Das sind ja nicht deine Schlüssel. Das ist doch nicht dein Mantel. Ja, eben. Drum hat mir auch der Hut nicht gepasst. Da sind meine Sachen vertauscht worden. Der Abend hat sich gelohnt. Ja. Erster Skandal mit der Tänzerin und jetzt auch dein Mantel noch weg. Mit dir kann man nicht ausgehen. Aber Mausi, ich kann doch nichts. Nein, dafür. Du kannst nichts passen. Von wo kennst du diese Tänzerin? Ich hab dir doch schon 100-mal gesagt, das ist die mein Sohn. Und das gibt dir das Recht, mit Emil zu sagen. Aber Maus, ich bin nicht, mach noch hier keines von den das wirst du mir nie einmal. Aber Maus, ich bitte dich. Ja, guten Abend, Martin. Jetzt geh schön schlafen, ich lauf zurück ins Lokal und hol mir einen richtigen Mann. Muss das heute Nacht noch sein? Ich hab doch wichtige Dokumente wegen des Schlüssels. Da ist wieder ein Haus, Nummer 12. Kennen Sie das Haus? Kommen Sie da. Und der Wirtshaus ist es auch. Kommen Sie hier? Zum Verzweifeln. Nein, bitte, Ihre Liebenswürdigkeit ist bestimmt sehr bestechend. Aber ich möchte Sie doch bitten, dass Sie unterlassen. Bestimmt nicht am Platz. Thank you. Sie haben gar nicht zu danken dafür, mein Fräulein. Wenn das nämlich meine Frau sieht, dann
gibt Ihnen einen neuen Verdruss. Und ich liebe Sie. Oh, you love me? Nein, ich love nicht you. Ich love meine Frau. Pardon. Na, bitte, lieber Rudolf, haben Sie ausgestoßen? Ich hab wirklich schon ein bisschen zu viel über den Fürst getrunken. Lächerlich, wenn sich mal alte Freunde nach so langer Zeit wiederfinden, muss das begossen werden. Prost. Ihr seid der nette Menschen. Prost. Du, lieber Professor, ich glaube, du hast da vorhin eine kleine Eroberung gemacht. Ne? Nein, das schaut nur so aus. Wie wär's, wenn wir die Dame ein bisschen an unseren Tisch bitten würden? Ausrichtig. Nein, bitte, nein, also... Mein Herr, das mal voll, dann muss ich weg. Warum? Na bitte, ich bin ja nur gekommen, weil ich meinen Mantel holen will. Ne? Das macht er gut. Prost. Herr Jungs, wollen Sie den Herrn in ganz Wien umeinander führen? Na, was soll ich machen? Der Herr ist so viel Wein, dass er seine Wohnung nicht weiß. Das muss ich doch feststehen lassen. Der Herr wird doch irgendein Dokument bei sich haben. Na, also... Wohnungsschlüssel, und da. Aha. Noch ein. Na, Brief. Adresse, Herrn Professor Dr. Emil Mangold, Wien 13, Bezirk Hügelgasse 12. Da steht selber, steht im Mantel drinnen. Na, na, also, also führen Sie den Herrn jetzt noch aus und schauen Sie, dass Sie noch Geld kriegen. Ja, schauen Sie mal, am Taxamit habe ich 48 Schilling und 50 Groschen. Für das Geld kann ich den Herrn am Semmering aufverführen. Ein Lied aus Wien und eine Mädel wie du. Herrgott im Himmel, was sagst du dazu? Schöner als ihr mit einer Mädel weit, weit, kann's auch im Himmel sein. Wenn vom Brot darüber scheut, Walzer, möchte ich ohne Aufenthalt hier tanzen, du hast den ganzen Wiener Wald. Ein Lied aus Wien und eine Bild wie du, sag, was braucht der Mensch noch mehr? Sagen Sie bitte, liebes Frau, wie oft soll ich Ihnen noch die Erklärung abgeben, dass ich Sie liebe? Mich? Meine Frau. Hm? Ich liebe Sie, meine Frau. Ja, Prost. Ganz allein. Aber steigen Sie aus, doch. Thank you.
In welches Zimmer kehren Sie eigentlich? Keine Angst, Gnädige. Ich habe den Herrn Gemahl nach Hause gebracht. Um Gottes Willen, wer sind Sie? Mein Name ist Greindl. Ich bin der letzte Einspänner von Wien. Ich habe den Herrn Gemahl auf der Straße gefunden. Mein Mann, was ist denn passiert? Nichts Schlimmes. Ein Schwipserl hat er heute. Das heißt, man kann ruhig sagen, er ist besoffen. Und wie besoffen. Mein Mann? Ja, der Herr Professor, persönlich. Jetzt liegt er da und schnarcht. Ich bekomme 56 Schillinge und 60 Groschen. Das verstehe ich nicht. Ja, das hätte man noch gehört, dass man die Fuhr nicht bezahlt wird. Aber schauen Sie, Frau, Sie haben ja keine Ahnung, wo wir überall umeinander gefahren sind. Der Herr Gemahl hat ja seine Wohnung vergessen. Das Geld holen Sie sich morgen früh im Büro meines Mannes. Adresse? Ahrhofstraße 8. Ahrhofstraße 8. Bitte schön. Eine recht gute Nacht. Skandal! So weit ist es mit dir gekommen. Ein ernster, wissenschaftlich gebildeter Mensch betrinkt sich so, dass ihn ein Einspänner auf der Straße zusammenklauben muss. Deshalb war es so notwendig, dass du den Mantel aus dem Lokal noch heute holen musstest, damit du dein Girl wiedersehen und dich betrinken konntest. Es ist ein Skandal sondergleichen. Ruhe! Was? Du wagst es, mir Ruhe zu sagen? Das ist doch der Gipfel der Unverschämtheit. Sitz ich allein beim Glas Wein. Ich finde keine Worte. Anstatt dass du auf die Knie fällst und mich um Verzeihung bittest, findest du die Stirne, mir deine Barlieder vorzusingen. Hm? Jetzt habe ich aber genug. Augenblicklich gehst du auf dein Zimmer. Und morgen früh, da sprechen wir uns weiter. So ein Pech. Also den Mantel kriegen wir morgen sicher auf der Polizei. Psst, nicht so laut. Meine Frau schläft. Kann sie schlafen. Gute Nacht. Ja.
Abend warten. Jetzt will ich endlich meine Ruhe haben. Was willst du auch? Du sollst zu Bett gehen. Deine Schwester ausschlafen und nicht im Haus herumgeistern. Ja, was wäre denn Schwips? Ich hab doch keinen Schwips. Na, danke, wenn ich ein Kutscher ins Haus schleppen muss. Aber du fantasierst ja, Mausi. Soll ich dir ein beruhigendes Schlafpulver bringen? Nein, mach die Tür zu! Wir kommen nicht rein. Jetzt muss ich rein. Genau. Noch böse machen? Genau das habe ich gesagt. Jetzt will ich endlich meine Ruhe haben. Rein. Frau Sommer in meinem Bett. Warum schreist du? Was suchen Sie hier? Wovor? Ja, mein Bett. Sind Sie wahnsinnig? Frau Professor, es ist mir eine große Ehre, Frau Professor. Aber wie kommen Sie in mein Schlafzimmer? Wie kommen Sie in mein Schlafzimmer? In Ihr Schlafzimmer, Frau Professor. Wo bin ich denn? Schnell dir! Prost, Mausi. Augenblicklich gehen Sie! Es ist riskant, auf jeden Augenblick, dass jeden Moment mein Mann kommen! Ich? Na dann! Adosha, Herr. Deshalb hast du mich so angefahren. Deswegen sollte ich nicht hereinkommen. Deswegen musste ich immer wieder hinaus, was? Wie kommen Sie da herein? Das habe ich Ihnen auch gefragt. Aber etwas sehr spät, liebes Kind. Was? Nichts. Was wollen Sie hier? Herr Professor, ich komme wegen der Gehaltsaufbesserung. So, ich verbitte mir Ihre Frechheiten, ja? Sie sind entlassen. Schauen Sie, dass Sie hinauskommen. Bitte. Schade um jedes Wort. Die sprechen uns nur noch durch den Rechtsanwalt. Emi! Durch den Rechtsanwalt. Na, was ist denn? Na, so reden Sie doch. Hab ihn nicht gefunden. Es ist wirklich unglaublich. Was denn? Dass der Mann sich diese Wohnung hier gemietet hat. Warum? Der hat doch seit langer Zeit schon die Absicht gehabt, nein, um... Nein, nein, Doch. Der kommt nicht wieder. Frau Sommer! Da können Sie sich drauf verlassen. Na, da kommt er ja.
Fred! Ich hab's Ihnen doch gleich gesagt, der kommt zurück. Heidersheimer, was haben Sie denn gemacht die ganze Nacht? Heimen Sie sich! Fred, du sollst dich wirklich schämen. Ich bin sehr unglücklich mit mir. Wo warst du denn nur heute Nacht? Frag nicht. Fred, wie siehst du denn aus? Du bist ja gar nicht richtig bei dir. Doch, doch, jetzt schon. Nur heute Nacht, da war ich nicht bei mir. Fred, wenn du wüsstest, was ich um dich ausgestanden habe. Und wieso denn? Wegen dir bin ich doch losgezogen. Was ist dir denn eigentlich eingefallen? Alles. Nur meine Wohnung nicht. Was? Nein, ich will nicht mehr davon sprechen, will nicht mehr daran denken. Aber Fred, hast du denn nicht ein kleines bisschen an mich gedacht? Mimi, ich bitte dich, mach mir keine Vorwürfe, sei lieb zu mir. Aber Fred, ich hab dich doch lieb. Herr Kollege, na nun, was machen Sie denn in aller Herrgottsfrühe in der Villa Mangold? Beruflich. Ich wurde heute Nacht dringend von Frau Professor Mangold angeklingelt. Aha. Und ich wurde wiederum von Herrn Professor Mangold dringend angeklingelt, auch mitten in der Nacht. Na, das scheint ja eine größere eheliche Angelegenheit zu sein. Ich habe auch den Eindruck. Also da sind wir sozusagen Gegner. Vermutlich. Da dürfte es wohl einen besseren Eindruck machen, wenn wir uns auch rein optisch etwas auseinandersetzen. Bitte, Herr Rechtsanwalt, ich glaube, hier ist es gemütlich. Bitte hier Platz zu nehmen. Bitte schön. Ja. Also stellen Sie sich vor, Herr Rechtsanwalt. Aha. Sagen Sie, aha. Wenn ich mir was vorstellen soll, sage ich immer, aha. Ich bringe gestern Abend meine Frau nach Hause, gehe aber noch einmal ins Lokal zurück, weil ich meinen Mantel vertausche. Aha. Warum sagen Sie schon wieder, aha? Na, das mit dem Mantel mache ich auch immer, wenn ich nochmal zurückgehen will. Also Sie glauben mir nicht. Ich glaube Ihnen. Aber ob das Gericht Ihnen glauben wird, gnädige Frau, das möchte ich bezweifeln. Ich kann nur sagen, plötzlich stand der Sekretär meines Mannes da und ich frage mich vergeblich, wer hereingekommen ist. Das wird das Gericht leider auch fragen. Das muss ich doch feststellen lassen. Aber gewiss, Herr Rechtsanwalt, hier durch diesen Mantel, den ich in der vergangenen Nacht irrtümlicherweise eingetauscht habe, ist doch ein wildfremder Mantel, Herr Martin, ne? Nein, Herr Professor, das ist Ihr richtiger Mantel. Ein anderer war nicht da. Aha. Hä? Wieso? Seien Sie mal her. Seien Sie mal her. Tatsächlich, bitte. Das sind meine Schlüssel. Aha. Warum sagen Sie immer aha? Weil mir alles klar ist, Herr Professor. Sie haben gestern etwas über den Durst getrunken und in Ihrer Weinlaune Dinge gesehen, die überhaupt nie stattgefunden haben. Kann denn so etwas überhaupt vorkommen? Natürlich. Aha. Jetzt sage ich schon selber aha. Das ist ganz unmöglich. Aber das reden sich doch nur einhellige Frau. Ihr Gemahl wird doch nicht absichtlich seinen Sekretär zur Nachtzeit in Ihr Zimmer schmuggeln, nur um sich einen Beweis gegen Sie zu konstruieren. Was wollte denn dieser Mensch hier? Das kann ich mir schon denken. Irgendein weibliches Wesen wäre wieder. Die Köchin oder die Schofe, die hatten ständig ein. Und als er sich entfernen wollte, hat er sich in der Türe geirrt. Sie meinen? Na, aber natürlich. Wie alt ist denn die Köchin? 59. Das ist allerdings ein Alibi. Was die Köchin anlangt, da ziehe ich meinen Verdacht zurück. Und die Zofe? 22. Halt! Das ist ein verdächtiges Alter. Bitte klingeln Sie bei mir. Bitte. Weiblichen Logierbesuch? Und was für einen, was die nur für Turnübungen macht. Na, meine Mutter möchte mir für sowas ein paar Ohrfeigen geben. Dann ist ja alles klar. Nein, nein, Herr Rechtsanwalt, Ihre Kombination ist fantastisch. Ich sage Ihnen, ich tippe richtig. Der Sekretär hat ein heimliches Rendezvous mit Ihrem Logierbesuch gehabt. Aber er kennt Sie doch gar nicht. Er hat Sie doch verpasst an der Bahn. Sagt er. Sagt Sie. Verabredung, das kennt man aus 1000 Kriminalfällen. Aha. In Wirklichkeit haben sich die beiden an der Bahn kennengelernt und er hat ihr gefallen. Na, das wäre doch der Gipfel der Unverfrorenheit. Bestimmt nur diese Miss Tyatt ist schuld. Und wenn Sie sich auf den Kopf stellen.
Oh, good morning, Mrs. Mangrill. Excuse me for another minute, I'm not quite finished. Ich muss schon sagen, das hatte ich von Ihnen nicht erwartet. Das mache ich jeden Tag, das ist sehr gesund. Die gnädige Frau ist wie aus den Wolken gefallen. Oh, where is dieser Herr? Mein Anwalt. Dr. Meyer. Ihr Anwalt, sehr interessant. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause zugeht. Bei uns ist so etwas zumindest ungewöhnlich. In einem fremden Haus. Aber ich verstehe Sie nicht, wie meinen Sie das? Miss Dyer. Lassen Sie mich reden. Nein, bitte, reden ist meine Sache. Miss Dyer. Ich habe solche Fälle schon zu Tausenden gehabt. Bringen Sie nicht! Er hat bereits alles gestanden. Gestanden? Where? Where is there? Das Sekretär meines Mannes! Den Sie heute Nacht hier im Hause empfangen haben. Was habe ich? Ich habe ihn heute Nacht hier? Was hat Ihr Sekretär gesagt? Das ist eine Unverschämtheit! Bitte? Wo ist Ihr Sekretär? Was ist los? Wen suchen Sie? Ihr Sekretär. Aha. Da muss ich auch aha sagen. Meine Kombination. Aber Ihre Kombination interessiert mich gar nicht. Ich muss mit Ihrem Sekretär sprechen. Sofort. Miss Dyer, haben Sie denn nicht heute Nacht Zeit genug gehabt, mit meinem Sekretär zu sprechen? Professor Mangold, Sie glauben das auch? Wieso auch? Wer noch? Ihre Frau. Aha. Herr Rechtsanwalt, sagen Sie aha, das sage ich aha. Verzeihung, Herr Professor, nach Ihnen, aha. Also, mein Sekretär ist nicht da und er wohnt 6 Schimmelstraße 12. Wo? 12 Schimmelstraße? Nein, 6 Schimmelstraße 12. 6 Schimmelstraße 12. Danke, Herr Professor. Bitteschön, bitteschön. Ja, Herr Professor, was habe ich Ihnen gesagt? Aha, haben Sie gesagt. Armer Kerl. Aber du musst doch verstehen, ich war so eifersüchtig, wie ich dich mit dieser Miss Tyatt im Auto gesehen habe. Okay, das ist doch alles Unsinn. Ich bin doch nur ein armes Mädel. Und das ist eine reiche Engländerin. Und hübsch ist sie auch. Und da habe ich halt Angst gehabt. Angst gehabt, ich könnte dir untreu werden, oder? Ja. Aber schau, wie kannst du das glauben? Ich werde doch nicht untreu. Ich kenne diese Miss Tyatt nämlich gar nicht. Wieso? Wieso? Das nächste Geil erklärt das auf. Frau Sommer, was gibt's denn? Eine junge Dame ist draußen. Die möchte sich sprechen. Eine Miss Mary Tyatt. Was? Wer? Miss Mary Tyatt. Ich hab's schon einmal gesagt. Kommen Sie rein. Good morning, darling. Gut ausgeschlafen? Wie bitte? Was bitte? Was soll das heißen? Was wollen Sie von mir? Wollte mich nach Ihrem Befinden erkundigen. Wir waren doch die ganze Nacht beisammen. Was? Mir erzählst du, dass du diese Dame überhaupt nicht kennst und dabei warst du die ganze Nacht. Das ist ja unerhört. Wer ist diese junge Dame? Damit Sie es genau wissen. Das ist meine Braut. So. Ja. Verlobt sind Sie auch? Ja. Und dann machen Sie solche Sachen. Ja, was denn für Sachen? Ich kenne Sie doch gar nicht. Ich sehe Sie doch zum ersten Mal in meinem Leben. Das dachte ich auch. Warum erzählen Sie dann solche Geschichten über mich? Ja, was denn für Geschichten? Ich habe doch gar nichts erzählt. Doch, das ganze Haus weiß es ja. Der Professor, seine Frau und der Anwalt. Schämst du dich denn gar nicht? Was haben Sie darauf zu erwidern? Sind Sie wahnsinnig? Ich nicht, aber Sie. Eine Frechheit, solche Lüge über mich zu erzählen. Wie kommen Sie dazu? Wie stellen Sie denn das eigentlich vor? Wie lange soll ich noch dort sitzen? Seit einer Stunde warte ich schon auf meine 56 Schilling und 60 Groschen. Ich werde sehen, ob der Herr Professor frei ist. Also sehen Sie, ob er frei ist. Also bitte sagen Sie der Dame, das kostet pro Warze 6 Schilling. 12 Stück 50 Schilling. Was wollen Sie denn? Der Kutscher ist da. Was für ein Kutscher? Mit dem Herr Professor heute Nacht durch ganz Wien gefahren sind. Sind Sie betrunken? Nein, das soll Herr Professor gewesen sein. Ich? Jetzt schweigen Sie aber, ja? Und schmeißen Sie den Kerl kerzengrad hinaus. Das ist eine Frechheit, sowas. Sehr. Aber wie kann der Anwalt behaupten, dass Sie das eingestanden haben? Das weiß ich nicht. Er irrt sich oder ist verrückt. Dann fahren Sie sofort zu Professor Mangold und sagen ihm Gesicht zu Gesicht. Auge in Auge, meine Sie. Auge in Auge, danke, dass kein Wort wahr ist. Dann sagen Sie ihm aber auch, dass Sie abstinenzlos sind. Das scheinen Sie gestern Abend vergessen zu haben, junger Mann. Ich verspreche Ihnen, kleines Fräulein, wenn Ihr Bräutigam ist unschuldig an dem Gerede, so muss Professor Mangold ihm geben eine Satisfaction. Soll ihm lieber eine Gehaltsaufbesserung geben.
dann können wir endlich heiraten. Sehr richtig. Sonst bleibt es ewig bei der Absicht. Also, besoffen war ja der Herr Professor. Aber dass er so besoffen gewesen sein soll, dass er sich nicht mehr an mich erinnert, kann ich mir nicht denken. Unser Herr Professor trinkt nicht. Aber Sie scheinen etwas viel getrunken zu haben. Ich hab getrunken? Ja, oder Sie sind ein Schwindler. Sie! Jetzt ist aber nur. Das hat mir gefallen. Auch von keinem Professor nicht. Und jetzt gehe ich nicht früher von hier weg, bevor ich nicht mehr Geld hab. Und wenn ich bis übermorgen hier warten soll. Verstanden? Werden Sie jetzt endlich aufhören mit dem Randalieren? Das geht Ihnen gar nichts an. Mischen Sie nämlich in fremde Angelegenheiten. Ich bin da wegen dem Herrn Professor. Der bin ich. So schauen Sie aus. Lassen Sie ihn noch nicht auslochen. Den Professor kenne ich besser. Ah, ja, ah. Das ist ein schöner, fescher junger Mann mit einem gelehrten Kopf. Der da. Das ist der Herr Professor, den ich jetzt ausgeführt habe. Na, haben Sie einen Spitzer gut ausgeschlafen, Herr Professor. Also, Sie geben sich auch noch für mich aus und machen auf meinen Namen Schulden? Na, das übersteigt ja alle Grenzen. Also, das soll der Herr Professor sein? Das ist er auch. Ich habe ihn gestern persönlich bei seiner Frau Gemahlin abgeliefert. Zum Glück hat er den Haustürschlüssel im Mantel drin gehabt. Also bitte, mischen Sie ihn niemals nicht in fremde Angelegenheiten nicht hinein. Also der Herr hat einen Mantel mit meinem Haustürschlüssel? Aber nein, in seinen Haustürschlüssel. Herr, Sie begreifen ein bisschen schwer. Aber ich fange jetzt an zu begreifen. Na Gott sei Dank. Die Zigarrentaschen ist ihm aus dem Mantel gefallen. Die habe ich ihm auch mitgebracht. Das ist ja meine Zigarrentasche. Aber nein, das ist seine Zigarrentasche. Sie verwechseln alles. Die war in seinem Mantel drin. Ich weiß schon, in meinem Mantel. Ah. Das ist ein Noah. Mit dem kann man nicht reden, Herr Professor. Der ist verrückt. Herr Sekretär, kommen Sie einen Moment her. Herr Professor. Weil ich habe fast den Eindruck, dass da irgendein... Ein Irrtum. Irrtum. Großer Irrtum. Ein Missverständnis Jawohl. Vorliegt. Ja, denn scheinbar haben wir unsere Mäntel... Vertauscht, Herr Professor. Ja, eben. Und dadurch sind Sie ins Haus gekommen. Ja, das ist doch ganz was anderes. Das ist doch alles in schönster Ordnung. Gestatten Sie, Herr Professor. Ja, da bleibt es selbstverständlich zwischen uns beiden... Alles beim Alten, nicht wahr? Schade. Wieso, warum? Ich wollte die Gelegenheit benutzen, Herrn Professor, um eine kleine Gehaltserhöhung zu bitten. Und ich meinen Fuhrlohn, bitte. Psst. Ja, Fuhrlohn, entschuldigen Sie, Herr Sekretär. Ja, muss ich noch erledigen. Ja, also was macht's denn aus, hm? 56 Schilling und 60 Groschen, Herr Professor. Aha. Auf einmal bin ich also der Herr Professor. Ja, wenn der Herr Professor zahlen, sind der Herr Professor selbstverständlich der Herr Professor. Ein Lied aus mir und ein Leben wie du, Herrgott im Himmel, was sagst du dazu? Schöner als hier mit meinem Mädel, wann kann's auch im Himmel nicht sein. Wenn von Prater rüber scheut, so ein Walzer, möcht ich ohne Aufenthalt hier tanzen, durch den ganzen Wiener Mord. Ein Lied aus Wien und ein Mädel wie du. Sag, was braucht der Mensch noch mehr dazu? Das Esszimmer, ja, verzeihen Sie, ich dachte, Sie vermieten möbliert. Was fehlt denn hier? Na ja, Gott, ich dachte, eine Sitzgelegenheit wäre nicht schlecht. Moment. Ach, das ist ja köstlich. Nehmen Sie Platz. Ist nicht schlecht, was? Ja, wenn jetzt noch ein Tisch erscheinen würde, könnte man sich wirklich einbilden, in einem Esszimmer zu sitzen.
Für alle Eventualitäten ist gesorgt. Das ist ja großartig. Das ist aber sehr praktisch, was? Da brauchen wir nur noch eine kleine Anrichte zu kaufen. Wieso? Warum? Ah, na sowas? Ach, das ist ja ausgezeichnet, wa? Ach, verzeihen Sie, ist das Schlafzimmer auch so komplett eingerichtet? Selbstverständlich. Das ist ja fabelhaft. Sie sind doch verheiratet. Nein, noch nicht, aber ich habe die Absicht. So, nur die Absicht. Und hier haben Sie eine kleine Küche. Ach, ist das schön. Na und praktisch, was, wenn wir erst verheiratet sind. Und hier ist das Herrenzimmer. Das ist mein Raum. Das ist wirklich urgemütlich. Jetzt bin ich nur neugierig, wo das Badezimmer ist. Das ist der einzige Nachteil dieser Wohnung. Das Badezimmer ist extra. Gott sei Dank, ich habe schon geglaubt, das Bad kommt auch aus der Wand heraus. Ja, also die Wohnung gefällt mir. Die hat bis jetzt noch jedem gefallen. So. Und der Preis, bitteschön? Der hat noch niemand gefallen. Das übersteigt allerdings beträchtlich meine Erwartungen. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag, liebe Frau. Solange ich allein hier wohne, zahle ich die Hälfte. Sie wissen ja noch gar nicht, wie viel Sie zu zahlen haben. Das macht nichts. Die Hälfte ist immer billiger. Das stimmt. Und wenn wir verheiratet sind, dann zahlen wir den Vollpreis. Ja, wenn Sie verheiratet sind. Jawohl. Gestatten Sie meine Karte? Fred Reigersheim, das sind Sie. Jawohl. Des Kosmetischen Institutes, Direktor Professor Dr. Emil Mangolds. Ja, von dem habe ich schon viel gehört, ja. Da kann man sich die Nase, die Ohren oder sonst was verschönern lassen. Sehr richtig, Frau. Bitte schön, wenn Sie vielleicht mal etwas brauchen, dann würde ich... Ich? Gott behüte. Das ich halte es nicht mehr aus mit meiner Tochter. Sie haben im vorigen Jahr Ihre Freundin Daisy gemacht, eine so entzückende Nase, dass alle unsere Bekannten sofort waren in Sie verliebt. So, so, das macht ja das größte Vergnügen, ja? Höre ich sehr gern. Jetzt will meine Tochter Mary auch so eine Nase. A Greek nose. Sie kommt morgen früh nach Wien mit dem Schnellzug um... 7:25. Um 7:25. Und ich möchte Sie bitten... Ja, natürlich, bitteschön, sehr gern. Also ich werde die junge Dame morgen früh an der Bahn abholen lassen. Ja, und ein Hotelzimmer euch auch besorgen lassen, natürlich. Wie war der Name, bitteschön? Miss Mary Tyrant, ja? Ja, Miss Mary soll eine Nase bekommen, also die einfach... Ja, so mit einem Wort, eine Nasen. Das lieblich. Na, das ist ja wunderschön. Ich habe soeben eine neue Klientin bekommen. Miss Mary Tyrant. Die Tochter des berühmten Parfümfabrikanten? Jawohl. Das ist doch wunderbar. Da gratuliere ich dir. Das ist doch eine fabelhafte Reklame für dich. Da wird sich deine Praxis mit einem Schlag verdreifachen. Na, das hoffe ich. Da kann ich in ein, zwei Jahren diesen ganzen Schönheitsrummel an den Nagel hängen und mich meinen wissenschaftlichen Studien widmen. Ja. Angesichts dieser erfreulichen Aussicht darf ich Herrn Professor Holland die mir zugesagte Gehaltserhöhung erinnern. Ja, da hat er vollkommen recht. Das ist wirklich eine erfreuliche Aussicht. Was? Wolltest du sonst noch etwas? Nein. Aber dein Herr Sekretär hat dich doch um etwas gebeten. Ja. Ach so, ja, wegen Frau von Seefried. Also bitte gehen Sie mal raus und fragen Sie die Dame, ob sie sich endlich für eine bestimmte Nase entschieden hat. Ne? Und wenn? Nun, dann kommen Sie rein und melden Sie mir das. Dann bekommt sie meinetwegen eine griechische. Bitte. Ja. Ich muss schon sagen... Was denn? Versprich! Was ist dir schon wieder über die Leber gekrochen? Bitte, es handelt sich hier nicht um meine Leber. Aber es fällt mir auf. Bei meinem früheren Sekretär, den Herrn Koppenitz, na der mit dem, mit der Glatze, mit der Brille, dass du mich nie in meiner Sprechstunde besuchst. Und in letzter Zeit, da kommst du immer.
Willst du vielleicht damit sagen, dass ich mich für deinen Sekretär interessiere? Bitte, ich will gar nichts damit sagen. Ich will nur sagen, dass es mir auffällt, ne? Dann gebe ich dir einen guten Rat. Lass dich schwarz anstreichen. Ja, warum? Für deine neue Rolle als Othello. Als Othello, wieso? Also, wobei bleibt mir, Frau? Ich denke, bei Nummer 11. Die wird zu blond am besten passen. Ja, aber, Verzeihung, Sie sind doch dunkel, Frau, sind doch nicht blond. Nur noch diese Woche. Dann stelle ich mich um auf blond und verträglich. So, so. Eine Geburtstagsüberraschung für meinen Mann. Ach. Ein Mann wie du hat gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Den ganzen Tag bist du nicht zu Hause. Und wenn du am Abend kommst, bist du müde. Und wenn du nicht müde bist, dann... Bin ich auch müde und ich lese Zeitung. Ich weiß ja, liebes Kind, was soll ich machen? Ich möchte nur wissen, wozu du mich geheiratet hast. Das möchte ich jetzt... Was? Was? Ja, meine, liebes Kind, ich... meine, ich will dir das jetzt gleich erklären, nicht? Weil ich mich in dich verliebt habe, mein Liebes, nicht? Schöne Liebe. Wenn man in eine junge Frau verliebt ist, muss man sich auch um sie kümmern. Ja. Mit ihr ausgehen, sich mit ihr zeigen. Du hast vollkommen recht, das muss man auch. Und das werde ich auch tun. Ich nehme dich dein Wort. Morgen Abend gehen wir aus. Tja, morgen Abend gehen wir aus. Und zwar gehen wir in die Urania. In die Urania? Ja. Nein, nicht in die Urania, sondern, meine, wohin du willst. In eine Bar. In eine Bar, ja, in eine Bar. Eines weiß ich, vor 1 Uhr früh wird nicht nach Hause gegangen. Wird nicht nach Hause gegangen, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Die Frau ist verrückt. Was? Nee, die ist nicht normal. Und was für eine Frau reden Sie? Doch von dieser dunklen Dame da mit der, die Nase. Ach so, Frau von Seefeld. Ja, ja, ja. Hat sie sich entschieden? Ja, entschieden hat sie sich, ob das aber die letzte Entscheidung sein wird. Aber für mich ist die letzte Entscheidung gefallen. Ich werde mich von nun an viel mehr um meine Frau kümmern müssen. Und Sie werden mir verschiedene Sachen abnehmen. Bitte schön, Herr Vor allen Dingen fahren Sie bitte zum Hotel Imperial und bestellen für diese junge Dame da am Lido, wer ist sie denn? Mrs. Tyler? Ja, ja, Mrs. Tyler. Ein schönes Zimmer. Zimmer mit Bad. Mit Bad, ja, sie soll baden, ja. Und morgen früh um 7.25 Uhr, bitte fahren Sie mit einem Dutzend schöner Rosen zum Südbahnhof. Dutzend und holen Südbahn. Südbahnhof, ja, und holen die Dame ab. Bitte schön. Ja, mein Wagen wird an der Bahn stehen. Jawohl. Herr Professor, mein Wagen wird an der Bahn stehen. Das merke ich mir. Bitte schön, Wagen mit Bahn, bitte schön. Wagen an der Bahn, wenn ich das alles gut erledige, dürfte ich da wegen meiner Gehaltsaufbesserung sprechen. Sprechen, apropos sprechen. Gut, dass Sie mich daran erinnern. Sprechen Sie Englisch? Jawohl, Herr Professor. Noch, dann ist es sehr gut. Also bitte nicht den Zug versagen, ja? Nein, nein, nein. Ja, und dürfte ich dann morgen früh eventuell... Ja, vielleicht rote Rosen sind am besten. Ja, ich denke schon. Mary. My dear Papa, I know exactly what you're going to say. Everything's going to be perfectly all right. I haven't forgotten a thing, and Professor Mangold has reserved an apartment for me. The parlor, dear. You've no idea. You won't recognize me when I come back with my new nose. Jetzt habe ich mich so auf deine ersten Besuche in meiner neuen Wohnung gefreut, jetzt machst du mir eine Szene. Aber warum schickt man denn gerade dich an die Bahn? Na, warum soll ich denn nicht auf die Bahn gehen, um meine alte, hässliche Engländerin abzuholen? Aber vielleicht ist sie doch jung. Engländerinnen sind nie jung. Besonders nicht nach einer Nachtfahrt. Außerdem hat sie so eine Nase. Na, dafür lässt sie sich doch operieren und kriegt nachher eine schöne neue. Das ist schwer mit dir, Mimi. Sehr schwer. Mit diesen Damen kann ich natürlich nicht konkurrieren, die sich bei euch behandeln lassen. Ich bin nur ein einfaches Mädel. Ich bin eben so, wie ich bin. Aber Mimi, deswegen habe ich dich doch so lieb. Oder glaubst du, mir imponieren diese Gesichter, die zu uns kommen und sich herrichten lassen, was? Ach, das überhaupt für Damen sind. Es sind die Damen heutzutage gar sehr aufs Äußere bedacht. Von früh bis spät gibt's eine Frage, wie man die Schönheit schöner macht. Die Schönheit wechselt mit der Mode. Was früher schön war, ist heute nichts. Und doch.
Nummer 12. Nummer 12 und auch mein Chef, schon ein gutes Zeichen. Und drei Zimmer mit Bad, du, das wäre eine Wohnung für mich. Fred, bist du denn größenwahnsinnig geworden? Wieso denn? Was willst du denn mit so einer großen Wohnung? Na, doch nicht für mich allein. Aber wir heiraten doch bald, dann ziehst du doch zu mir. Wirklich? Werden wir bald heiraten? Selbstverständlich. Warte nur noch auf die erste Gehaltszulage. Wenn du die nicht kriegst? Dann heiraten wir trotzdem. Die ersten 8 Tage im Monat können wir auf jeden Fall herrlich davon leben. Die anderen 22? Haben wir uns lieb? Doch, sehr schön, ne? Also jetzt sehen wir uns auf jeden Fall mal die Wohnung an. Komm! Na, einmal die Klingel in Gang setzen, sollte schon genügen. Was wünschen Sie? Wir kommen wegen der Wohnung. Dann werde ich öffnen. Vorsicht, die Schwelle ist mit Glanzlack gestrichen. Wie bitte, mit Glanzlack? Glanzlack. Ja. Haben Sie gehört? Jawohl. Vorsicht, Glanzlack. Blicken Sie ganz unbefangen um sich. Jawohl. Das hier ist das Vorzimmer. Aha. Ganz modern. Jawohl. Und wo sind die anderen Zimmer, bitte? Die anderen. Folgen Sie mir. Das hier ist das Esszimmer. Aha. Überlasse ich denen, die es nötig haben. Nummer 13, meinen Sie, Frau Griechisch? Ich weiß nicht, ob so eine streng klassische Nase zu Ihrem energischen Kind passen würde. Ich würde lieber etwas anderes vorschlagen. Wollen wir mal sehen, ob was da ist. Vielleicht Nummer 3, nicht? Ich will Ihnen zuerst das Original zeigen, das hier Nummer 4. Aus dieser Nase habe ich dann diese Nase hier geformt. Das ist das anzusehen. Eine sehr aparte Form, sehr modern, wird sehr viel getragen. Nein, Herr Doktor, diese Nase gefällt mir. So eine habe ich ja selber. Ich möchte mal eine andere haben. Eine andere, ja. Vielleicht Nummer 11. Nummer 11, bitteschön, Nummer 11. Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Ach, warum? Aber hier, das ist doch eine völlig abgetragene Nase. Aber die ist ja heute ganz unmodern geworden. Nein, das ist nichts. Schauen Sie, eine Nase muss einem doch Freude machen, nicht wahr? Sonst hat doch die ganze Neugestaltung doch gar keinen Zweck, nicht wahr? Aber ich will Sie gar nicht überreden. Ich versuche Sie irgendeine fesche Nase aus. Wir werden dann darüber noch sprechen, ja? Ich will inzwischen meine Klientinnen besuchen, ja? Moment. Darf ich bitte Ihre Hand nehmen? Was macht das Nase? Das geht sehr gut. Noch ein paar Massagen und alles in schönster Ordnung. Auf Wiedersehen. Darf ich mir Ihre Hand bitten, Frau? Na, schon ein paar Falten verschwunden, ja? Jawohl, Herr Professor. Alles in Ordnung. Noch ein paar Bestrahlungen und die Haut ist glatt wie eine Billardkugel. Na, Billardkugel, das wird ja sehr fesch. Ja, schön. Darf ich bitte Ihre Hand nehmen? Ja, bitte? Ja, es ist noch schwer zu beurteilen, aber ich hoffe schon. Ja, auf Wiedersehen. Ich möchte den Bericht von der letzten Woche sehen, ja? Bitte, Herr Professor. Was war dann? 40 Kohlensäurepackungen, 3 Emaillierungen, 3 Nasenkorrekturen, eine Ohrengleichrichtung, 97 Massagen, so allerhand. Ja, ja. Die Woche war ausgezeichnet. Saisonbeginn, Herr Professor. Na, sonst noch was? Nein, sonst. Das heißt doch, ja, ich hätte noch ein kleines Jubiläum. Es sind nämlich gerade 30 Tage her, dass mein Gesuch um Gehaltserhöhung abschlägig beschieden wurde. Ja, da gratuliere ich. Das ist sehr interessant. Ja. Ja, ich habe das durch den Kopf gehen lassen. Ja, bitte. Sonst aber nichts. Sonst ist tatsächlich nichts. Pardon. Ja, bitte schön. Hallo? Wie? Jawohl? Herr Professor ist zugegen. Einen Moment, bitte. Bitte, Herr Professor. Guido. Was für ein Lido? Hallo? Hier ist Professor Mangold. Was für ein Lido? Ach so, der Lido. Venedig. Ja, bitte, was steht zu Diensten? Hier ist Thomas Tyert.
keine Angst, Gnädige. Ich habe den Herrn Gemahl nach Hause gebracht. Um Gottes Willen, wer sind Sie? Mein Name ist Greindl. Ich bin der letzte Einspänner von Wien. Ich habe den Herrn Gemahl auf der Straße gefunden. Mein Mann, was ist denn passiert? Nichts Schlimmes. Ein Schwipserl hat er heute. Das heißt, man kann ruhig sagen, er ist besoffen. Und wie besoffen. Mein Mann? Ja, der Herr Professor, persönlich. Jetzt liegt er da und schnarcht. Ich bekomme 56 Schillinge und 60 Groschen. Das verstehe ich nicht. Ja, das hätte man noch gehört, dass man die Fuhr nicht bezahlt wird. Aber schauen Sie, Frau, Sie haben ja keine Ahnung, wo wir überall umeinander gefahren sind. Der Herr Gemahl hat ja seine Wohnung vergessen. Das Geld holen Sie sich morgen früh im Büro meines Mannes. Adresse? Ahrhofstraße 8. Ahrhofstraße 8, bitteschön. Eine recht gute Nacht. Glauben muss. Deshalb war es so notwendig, dass du den Mantel aus dem Lokal noch heute holen musstest, damit du dein Girl wiedersehen und dich betrinken konntest. Es ist ein Skandal sondergleichen. Ruhe! Was? Du wagst es mir, Ruhe zu sagen? Das ist doch der Gipfel der Unverschämtheit. Sitz ich allein beim Glas oder Wein? Ich finde keine Worte. Anstatt dass du auf die Knie fällst und mich um Verzeihung bittest, findest du die Stirn, mir deine Barlieder vorzusingen. Hm? Jetzt habe ich aber genug. Augenblicklich gehst du auf dein Zimmer. Und morgen früh, da sprechen wir uns weiter. Sprechen, gut, dass Sie mich daran erinnern. Sprechen Sie Englisch? Jawohl, Herr Professor. Na, dann ist es sehr gut. Also bitte nicht den Zug versagen, ja? Nein, nein, nein. Ja, und dürfte ich dann morgen früh eventuell? Ja, vielleicht rote Rosen ist am besten. Ich denke schon. Mary. My dear Papa, I know exactly what you're going to say. Everything's going to be perfectly all right. I haven't forgotten a thing, and Professor Mangold has reserved an apartment for me. Papa, dear, you've no idea. You won't recognize me when I come back with my new nose. Jetzt habe ich mich so auf deine ersten Besuche und auf meiner neuen Wohnung gefreut. Jetzt machst du mir eine Szene. Aber warum schickt man denn gerade dich an die Bahn? Na, warum soll ich denn nicht auf die Bahn gehen, um meine alte, hässliche Engländerin abzuholen? Aber vielleicht ist sie doch jung. Engländerinnen sind nie jung. Besonders nicht nach einer Nachtfahrt. Außerdem hat sie so eine Nase. Na, dafür lässt sie sich doch operieren und kriegt nachher eine schöne neue. Das ist schwer mit dir, Mimi. Sehr schwer. Mit diesen Damen kann ich natürlich nicht konkurrieren, die sich bei euch behandeln lassen. Ich bin nur ein einfaches Mädel. Ich bin eben so, wie ich bin. Aber Mimi, deswegen habe ich dich doch so lieb. Oder glaubst du, mir imponieren diese Gesichter, die zu uns kommen und sich herrichten lassen, was? Ach, das überhaupt für Damen sind. Es sind die Damen heutzutage gar sehr aufs Äußere bedacht. Von früh bis spät gibt's eine Frage, wie man die Schönheit schöner. Die Schönheit wechselt mit der Mode. Was früher schön war, ist heute mies. Und doch die einzige Methode ist Eva schon im Paradies. Der schönste Zustand auf der Welt ist das Verliebtsein. Der macht die Damen alle jung und schön. Ja, so ein kleines bisschen richtiges Verliebtsein wirkt wie ein Wunder aus dem Himmelshöhen. Wenn auch der Doktor tausend Lästerchen verschriebe, das beste Schönheitsmittel ist und bleibt die Liebe. Der schönste Zustand auf der Welt ist das Verliebtsein. Der macht mit einem Schmuck die Damen
Vorbei, mein Freund. Wie? Fünf. 5 Uhr. 5 o'clock. Oh, thank you. I'm very tired. Tired? Sie meinen... Darlene, wer ist sie denn? Mrs. Tyler? Ja, ja, Mrs. Tyler. Ein schönes Zimmer. Zimmer mit Bad. Mit Bad, ja, sie soll baden, ja. Und morgen früh um 7.25 Uhr. Bitte fahren Sie mit einem Dutzend schöner Rosen zum Südbahnhof. Und holen Südbahn. Südbahnhof, ja, und holen die Dame ab. Bitte schön. Ja. Mein Wagen wird an der Bahn stehen. Jawohl. Herr Professor. Mein Wagen wird an der Bahn stehen. Das merke ich mir. Bitte schön. Wagen mit Bahn, bitte schön. Wagen an der Bahn. Wenn ich das alles gut erledige, dürfte ich da wegen meiner Gehaltsaufbesserung sprechen. Sprechen, apropos sprechen. Gut, dass Sie mich daran erinnern. Sprechen Sie Englisch? Jawohl, Herr Professor. Noch, dann ist es sehr gut. Also bitte nicht den Zug versagen, ja? Nein, nein, nein. Ja, und dürfte ich dann morgen früh eventuell... Ja, vielleicht rote Rosen ist am besten. Ich denke schon. Mary. My dear Papa, I know exactly what you're going to say. Everything's going to be perfectly all right. I haven't forgotten a thing, and Professor Mangold has reserved an apartment for me. The parlor, dear. You've no idea. You won't recognize me when I come back with my new nose. Jetzt habe ich mich so auf deinen ersten Besuch in meiner neuen Wohnung gefreut. Jetzt machst du mir eine Szene. Aber warum schickt man denn gerade dich an die Bahn? Na, warum soll ich denn nicht auf die Bahn gehen, um meine alte, hässliche Engländerin abzuholen? Aber vielleicht ist sie doch jung. Engländerinnen sind nie jung. Besonders nicht nach einer Nachtfahrt. Außerdem hat sie so eine Nase. Na, dafür lässt sie sich doch operieren und kriegt nachher eine schöne neue. Das ist schwer mit dir, Mimi. Sehr schwer. Mit diesen Damen kann ich natürlich nicht konkurrieren, die sich bei euch behandeln lassen. Ich bin nur ein einfaches Mädel. Ich bin eben so, wie ich bin. Aber Mimi, deswegen habe ich dich doch so lieb. Oder glaubst du, mir imponieren diese Gesichter, die zu uns kommen und sich herrichten lassen, was? Ach, das überhaupt für Damen sind. Es sind die Damen heutzutage gar sehr aufs Äußere bedacht. Von früh bis spät gibt's eine Frage, wie man die Schönheit schöner macht. Die Schönheit wechselt mit der Mode. Was früher schön war, ist heute mies. Und doch. Versuchen Sie irgendeine fesche Nase aus, wir werden dann darüber noch sprechen, ja? Ich will inzwischen meine Klientinnen besuchen, ja? Bitte. Moment. Ja. Darf ich bitte Ihre Hand nehmen? Na, was macht das Nase? Das geht sehr gut. Noch ein paar Massagen, sonst in schönster Ordnung. Auf Wiedersehen. Darf ich mir Ihre Hand bitten, liebe Frau? Na, schon ein paar Falten verschwunden, ja? Jawohl, Herr Professor. Alles in Ordnung. Noch ein paar Bestrahlungen und die Haut ist... Ja, wie eine Billardkugel. Na, Billardkugel, das wird ja sehr fesch. Ja, schön. Ja. Darf ich wieder Ihre Hand? Ja, bitte. Ja, es ist noch schwer zu beurteilen, aber ich hoffe schon. Ja, auf Wiedersehen. Secret.
Der, bitte schön. Ich möchte den Bericht von der letzten Woche sehen, ja? Bitte, Herr Professor. Was war dann? 40 Kohlensäurepackungen, 3 Emaillierungen, 3 Nasenkorrekturen, eine Ohrengleichrichtung, 97 Massagen, so allerhand. Ja, ja. Die Woche war ausgezeichnet. Saisonbeginn, Herr Professor. Na, sonst noch was? Nein, nein, sonst. Das heißt doch, ja, ich hätte noch ein kleines Jubiläum. Es sind nämlich gerade 30 Tage her, dass mein Gesuch um Gehaltserhöhung abschlägig beschieden wurde. Ja, da gratuliere ich, das ist sehr interessant, ja. Ja, ich habe das durch den Kopf gehen lassen. Ja, bitte. Sonst aber nichts. Sonst ist tatsächlich nichts. Pardon. Ja, bitte. Hallo? Wie? Jawohl, Herr Professor ist zugegen. Einen Moment, bitte. Bitte, Professor. Lido. Was für ein Lido? Hallo? Hier ist Professor Mangold. Was für ein Lido? Ach so, der Lido. Venedig. Ja, bitte, was steht zu Diensten? Hier ist Thomas Tyatt. Ich halte es nicht mehr aus mit meiner Tochter. Sie haben im vorigen Jahr Ihre Freundin Daisy gemacht, eine so entzückende Nase, dass alle unsere Bekannten sofort waren in Sie verliebt. So, das macht ja das größte Vergnügen, ja? Hör ich sehr gern. Jetzt will meine Tochter Mary auch so eine Nase. A Greek nose. Sie kommt morgen früh nach Wien mit dem Schnellzug um 7:25. Um 7:25. Und ich möchte Sie bitten... Ja, natürlich, bitteschön, sehr gern. Also ich werde die junge Dame morgen früh an der Bahn abholen lassen. Mit Kanzler? Kanzler! Ja. Haben Sie gehört? Jawohl. Vorsicht, Kanzler. Blicken Sie ganz unbefangen um sich. Jawohl. Das hier ist das Vorzimmer. Aha. Ganz modern. Und wo sind die anderen Zimmer, bitte? Die anderen. Folgen Sie mir. Das hier ist das Esszimmer. Aha. Überlasse ich denen, die es nötig haben. Nummer 13, meinen Sie, Frau Griechisch. Ich weiß nicht, ob so eine streng klassische Nase zu Ihrem energischen Kind passen würde. Ich würde lieber etwas anderes vorschlagen. Wollen wir mal sehen, ob was da ist. Vielleicht Nummer 3, ne? Ich will zuerst das Original zeigen, das hier Nummer 4. Aus dieser Nase habe ich dann diese Nase hier geformt. Das ist das anzusehen. Ist sehr aparte Form, ist sehr modern, wird sehr viel getragen. Nein, Herr Doktor, diese Nase gefällt mir. So. So eine habe ich ja selber. Ich möchte mal eine andere eine haben. Andere, ja. Vielleicht Nummer 11. Nummer 11, bitteschön, Nummer 11. Wollen wir gleich sehen, was nein, das ist ganz ausgeschlossen. Ach, warum? Oh, hier, Frau, das ist doch eine völlig abgetragene Nase. Aber die ist ja heute ganz unmodern geworden. Nein, nein, das ist nichts. Schauen Sie, eine Nase muss einem doch Freude machen, nicht wahr? Sonst hat doch die ganze Neugestaltung doch gar keinen Zweck, nicht wahr? Aber ich will Sie gar nicht überreden. Ich versuche Sie irgendeine fesche Nase aus. Wir werden dann darüber noch sprechen, ja? Ich will inzwischen meine Klientinnen besuchen, ja? Bitte. Moment. Darf ich bitte Ihre Hand nehmen? Was macht das Nase? Das geht das sehr gut. Noch ein paar Massagen, ist alles in schönster Ordnung. Auf Wiedersehen. Darf ich mir die Hand bitten, liebe Frau? Na, schon ein paar Falten verschwunden, ja? Jawohl, Herr Professor. Alles in Ordnung. Noch ein paar Bestrahlungen und die Haut ist glatt wie eine Billardkugel. Na, Billardkugel, das wird ja sehr fesch. Ja, schön. Ja. Darf ich bitte um Ihre Hand bitten? Ja, bitte. Ja, es ist noch schwer zu beurteilen, aber ich hoffe schon. Ja, auf Wiedersehen. Ich möchte den Bericht von der letzten Woche sehen, ja? Bitte, Herr Professor. Was war dann? 40 Kohlensäurepackungen, 3 Emaillierungen, 3 Nasen... In welches Zimmer kehren Sie eigentlich? Ich... Ja.
keine Angst, Gnädige. Ich habe den Herrn Gemahl nach Hause gebracht. Um Gottes Willen, wer sind Sie? Mein Name ist Greindl. Ich bin der letzte Einspänner von Wien. Ich habe den Herrn Gemahl auf der Straße gefunden. Mein Mann, was ist denn passiert? Nichts Schlimmes. Ein Schwipserl hat er heute. Das heißt, man kann ruhig sagen, er ist besoffen. Und wie besoffen. Mein Mann? Ja, der Herr Professor, persönlich. Jetzt liegt er da und schnarcht. Ich bekomme 56 Schillinge und 60 Groschen. Das verstehe ich nicht. Ja, das hätte man noch gehört, dass man die Fuhr nicht bezahlt wird. Aber Chance, Frau, Sie haben ja keine Ahnung, wo wir überall umeinander gefahren sind. Der Herr Gemahl hat ja seine Wohnung vergessen. Das Geld holen Sie sich morgen früh im Büro meines Mannes. Adresse? Ahrhofstraße 8. Ahrhofstraße 8, bitteschön. Eine recht gute Nacht. Skandal! So weit ist es mit dir gekommen. Ein ernster, wissenschaftlich gebildeter Mensch betrinkt sich so, dass ihn ein Einspänner auf der Straße zusammenklauben muss. Deshalb war es so notwendig, dass du den Mantel aus dem Lokal noch heute holen musstest, damit du dein Girl wiedersehen und dich betrinken konntest. Es ist ein Skandal sondergleichen. Ruhe! Was? Du wagst es mir, Ruhe zu sagen? Das ist doch der Gipfel der Unverschämtheit. Sitz ich allein beim Glas oder Wein? Ich finde keine Worte. Anstatt, dass du auf die Knie hältst und mich um Verzeihung. Wohnen Sie hier? Zum Verzweifeln. Nein, bitte, Ihre Liebenswürdigkeit ist bestimmt sehr bestechend. Aber ich möchte Sie doch bitten, dass Sie unterlassen. Es bestimmt nicht am Platz. Thank you. Ja, Sie haben gar nicht zu danken dafür, mein Fräulein. Und dass wenn ich meine Frau sieht, dann gibt sie einen neuen Verdruss. Und ich liebe sie. Oh, you love me? Nein, ich love nicht you, ich love meine Frau. Pardon. Na, bitte, lieber Rudolf, ich habe das geschlossen. Ich hab wirklich ein bisschen zu viel über den Fürst genommen. Lächerlich, wenn sich mal alte Freunde nach so langer Zeit wiederfinden, muss das begossen werden. Prost. Ihr seid der nette Menschen. Prost. Du, lieber Professor, ich glaube, du hast da vorhin eine kleine Eroberung gemacht. Nein, das schaut nur so aus. Wie wär's, wenn wir die Dame ein bisschen an unseren Tisch bitten würden? Aus Respekt. Bitte, nein, also... Mein Herr, wenn ihr das macht, dann muss ich weg. Warum? Nein, bitte, ich bin ja nur gekommen, weil ich meinen Mantel holen will. Ne? Das macht er gut. Prost. Prost. Wo ist den Herrn in ganz Wien umeinander führen? Na, was soll ich machen? Der Herr ist so früh wein, dass er seine Wohnung nicht weiß. Das muss ich doch feststellen lassen. Der Herr wird doch irgendein Dokument bei sich haben. Na, also... Wohnungsschlüssel, und da. Aha. Noch ein. Noch. Brief. Adresse Herrn Professor Dr. Emil Mangold, Wien 13, Bezirk Hügelgasse 12. Selber steht im Mantel drinnen. Na. Also führen Sie den Herrn jetzt noch aus und schauen Sie, dass Sie ihn ein Geld kriegen. Ja, schauen Sie mal, am Taxamet habe ich 48 Schilling und 50 Groschen. Für das Geld kann ich den Herrn am Semmering aufverführen. Ein Lied aus Wien und eine Mädel wie du. Herrgott im Himmel, was sagst du dazu? Schöner als hier mit einer Mädel mein Wein, kann's auch im Himmel sein. Wen vom Brot darüber scheut, so ein Wolzer, möchte ich ohne Aufenthalt. Du bist den Ganzen wieder wohl. Ein Lied
wie du. So gut. Jetzt will ich endlich meine Ruhe haben. Was willst du auch? Du sollst zu Bett gehen. Deine Schwips ausschlafen und nicht im Haus herumgeistern. Ja, was wäre denn Schwips? Ich hab doch keinen Schwips. Na, danke, wenn ich ein Kutscher ins Haus schleppen muss. Aber du fantasierst ja, Mausi. Soll ich dir ein beruhigendes Schlafpulver bringen? Nein, mach die Tür zu. Wir kommen nicht rein. Jetzt muss ich rein. Genau. Bist du noch böse, Marcel? Genau, habe ich gesagt. Jetzt will ich ja nicht meine Ruhe haben. Kaffee nächste Woche. Rein. Frau Sommer in meinem Bett. Oh, oh, tired. Schon wieder tired. Müde. Komm dann. Irrsinnigen übernommen. Hallo, kleines Fräulein, es ist Zeit. Wien! Oh, Vienna? Ja, ja, Vienna. Yes, Vienna. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye.
fertig. Ist das schon der Schnellzug aus Venedig? Jawohl. Dankeschön. Kennen Sie Cosmetic Institute, Professor Mangold? Stadtbekanntenjenige. All right, fahren Sie dorthin. Jawohl, bitte. Wo haben Sie gesagt? No English. Na, verstehe ich nicht. Oh. Oh, please, pardon. Miss Tired? Tired? Yes. Oh, I'm very tired. Yes? Oh, yes. Oh, I am. Hier, die Flasche, was macht das? Sechs Schilling. Rasch, rasch. Ja, ja, einen Moment, du wirst es nur verwarten. Komm mal an. Ist schön hier, ne? Mhm. Also, mir gefällt es wirklich sehr gut. Ist alles so ein feines Publikum, ne? Vornehm. Ich hab dir doch immer gesagt, wir wollen mal aufgehen. Ja, glaube ich, ist eine gute Idee von dir. Einen schönen Abend. Blicken Sie ganz unbefangen um sich. Das hier ist das Vorzimmer. Aha. Ganz modern. Und wo sind die anderen Zimmer, bitte? Die anderen. Folgen Sie mir. Das hier ist das Esszimmer. Aha. Das Esszimmer. Ja, verzeihen Sie, ich dachte, Sie vermieten möbliert. Und was fehlt denn hier? Na ja, Gott, ich dachte, eine Sitzgelegenheit wäre nicht schlecht. Moment. Ach, das ist ja köstlich. Nehmen Sie Platz. Ist nicht schlecht, was? Ja, wenn jetzt noch ein
Tisch erscheinen würde, könnte man sich wirklich einbilden, in einem Esszimmer zu sitzen. Für alle Eventualitäten ist gesorgt. Das ist ja großartig. Das ist aber sehr praktisch, was? Da brauchen wir nur noch eine kleine Anrichte zu kaufen. Wieso? Warum? Ah, na sowas? Ach, das ist ja... Das ist ja ausgezeichnet, wa? Ach, verzeihen Sie, ist das Schlafzimmer auch so komplett eingerichtet? Selbstverständlich. Das ist ja fabelhaft. Sie sind doch verheiratet. Nein, noch nicht, aber ich habe die Absicht. So, nur die Absicht. Haben Sie eine kleine Küche. Ach, ist das schön. Na und praktisch, was, wenn wir erst verheiratet sind. Und hier ist das Herrenzimmer. Das ist mein Raum. Das ist wirklich urgemütlich. Jetzt bin ich nur neugierig, wo das Badezimmer ist. Das ist der einzige Nachteil dieser Wohnung. Das Badezimmer ist extra. Gott sei Dank, ich habe schon geglaubt, das Bad kommt auch aus der Wand heraus. Ja, also die Wohnung gefällt mir. Die hat bis jetzt noch jedem gefallen. So. Und der Preis, bitte schön? Der hat noch niemand gefallen. Das übersteigt allerdings beträchtlich meine Erwartungen. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag, liebe Frau. Solange ich allein hier wohne, zahle ich die Hälfte. Sie wissen ja noch gar nicht, wie viel Sie zu zahlen. Nummer 12 und auch mein Chef, schon ein gutes Zeichen. Und 3 Zimmer mit Bad, du, das wäre eine Wohnung für mich. Fred, bist du denn größenwahnsinnig geworden? Wieso denn? Was willst du denn mit so einer großen Wohnung? Na, doch nicht für mich allein. Aber wir heiraten doch bald, dann ziehst du doch zu mir. Wirklich? Werden wir bald heiraten? Selbstverständlich. Warte nur noch auf die erste Gehaltszulage. Und wenn du die nicht kriegst? Dann heiraten wir trotzdem. Die ersten 8 Tage im Monat können wir auf jeden Fall herrlich davon leben. Die anderen 22? Haben wir uns lieb? Doch, sehr schön, nicht? Also jetzt sehen wir uns auf jeden Fall mal die Wohnung an. Komm! Na. Einmal die Klingel in Gang setzen sollte schon genügen. Was wünschen Sie? Wir kommen wegen der Wohnung. Dann werde ich öffnen. Vorsicht! Die Schwelle ist mit Glanzlack gestrichen. Wie bitte mit Glanzlack? Glanzlack! Ja. Haben Sie gehört? Jawohl. Vorsicht, Glanzlack. Blicken Sie ganz unbefangen um sich. Jawohl. Das hier ist das Vorzimmer. Aha. Ganz modern. Jawohl. Und wo sind die anderen Zimmer, bitte? Die anderen. Folgen Sie mir. Das hier ist das Esszimmer. Aha. Überlasse ich denen, die es nötig haben. Nummer 13, meinen Sie, Frau Griechisch. Ich weiß nicht, ob so eine streng klassische Nase zu Ihrem energischen Kind passen würde. Ich würde lieber etwas anderes vorschlagen. Wollen wir mal sehen, ob was da ist. Vielleicht Nummer 3, nicht? Ich will zuerst das Original zeigen, das hier Nummer 4. Aus dieser Nase habe ich dann diese Nase hier geformt. Das ist das anzusehen. Sehr aparte Form, sehr modern, wird sehr viel getragen. Nein, Herr Doktor, diese Nase gefällt mir so. So eine habe ich ja selber. Ich möchte mal eine andere eine haben. Andere, ja. Vielleicht Nummer 11. Nummer 11, bitteschön, Nummer 11. Wollen wir gleich sehen, was da ist.
Aber meine Herrschaften, Garderobe kann doch der Page haben. Ja, mach doch so. Ja, ich mach schon. Ja, Moment, da hoch, da hoch. Wirklich sehr gut, ist alles so ein feines Publikum, nicht so vornehm. Ich hab dir doch immer gesagt, wir wollen mal aufgehen. Ja, glaube ich, ist eine gute Idee von dir. Einen schönen Abend. Wollen wir nicht doch lieber von den Betteln woanders hin? Was? Ich weiß nicht, es gefällt mir nicht so. Weißt du, das Publikum ist so gewöhnlich, nein? Findest du nicht? So bist du. Jetzt willst du mir auch diese Freude verderben. Nein, absolut nicht. Das will ich nicht, aber ich möchte doch vielleicht. Naja, ich meine, wo. Ich kenne sie doch gar nicht. Ich sehe sie doch zum ersten Mal in meinem Leben. Das dachte ich auch. Warum erzählen Sie dann solche Geschichten über mich? Ja, was denn für Geschichten? Ich habe doch gar nichts erzählt. Doch, das ganze Haus weiß es ja. Der Professor, seine Frau und der Anwalt. Schämst du dich denn gar nicht? Was haben Sie darauf zu erwidern? Sind Sie wahnsinnig? Ich nicht, aber Sie. Eine Frechheit, solche Lüge über mich zu erzählen. Wie kommen Sie dazu? Wie stellen Sie denn das eigentlich vor? Wie lange soll ich noch dort sitzen? Seit einer Stunde warte ich schon auf meine 56 Schilling und 60 Groschen. Ich werde sehen, ob der Herr Professor frei ist. Also sehen Sie, ob er frei ist. Also bitte sagen Sie der Dame, das kostet pro Warze 6 Schilling. 12 Stück 50 Schilling. Was wollen Sie denn? Der Kutscher ist da. Was für ein Kutscher? Mit dem Herr Professor heute Nacht durch ganz Wien gefahren sind. Sind Sie betrunken? Nein, das soll Herr Professor gewesen sein. Ich? Jetzt schweigen Sie aber, ja? Und schmeißen Sie den Kerl kerzengrad hinaus. Das ist eine Frechheit, sowas. Sehr. Aber wie kann der Anwalt behaupten, dass Sie das eingestanden haben? Das weiß ich nicht. Er irrt sich oder ist verrückt. Dann fahren Sie sofort zu Professor Mangold und sagen ihm Gesicht zu Gesicht. Auge in Auge, meine Sie. Auge in Auge, danke, dass kein Wort wahr ist. Dann sagen Sie ihm aber auch, dass Sie abstinenzlos sind. Das scheinen Sie gestern Abend vergessen zu haben, junger Mann. Ich verspreche Ihnen, kleines Fräulein, wenn Ihr Bräutigam ist unschuldig an dem Gerede, so muss Professor Mangold ihm geben eine Satisfaction. Soll ihm lieber eine Gehaltsaufbesserung geben, dann können wir endlich heiraten. Sehr richtig. Sonst bleibt es ewig bei der Absicht. Also, besoffen war ja der Herr Professor, aber dass er so besoffen gewesen sein soll, dass er sich nicht mehr an mich erinnert, kann ich mir nicht denken. Unser Herr Professor trinkt nicht. Aber Sie scheinen etwas viel getrunken zu haben. Ich hab getrunken? Ja, oder Sie sind ein Schwindler. Seh! Jetzt ist aber nur. Das hat mir nicht gefallen. Auch von keinem Professor nicht. Und jetzt gehe ich nicht früher von hier weg, bevor ich nicht mehr Geld hab.
Und wenn ich bis übermorgen hier warten soll. Verstanden? Werden Sie jetzt endlich aufhören mit dem Randalieren? Das geht Ihnen gar nichts an. Mischen Sie nicht in fremde Angelegenheiten. Ich bin da wegen Herrn Professor. Der bin ich. So, so schauen Sie aus. Lassen Sie ihn nicht auslochen. Den Professor kenne ich besser. Ah, ja, ah. Das ist ein schöner, fescher junger Mann mit einem gelehrten Kopf. Der da. Das ist der Herr Professor, den ich ausgeführt habe. Na, haben Sie einen Spitzer gut ausgeschlafen, Herr Professor? Also, Sie geben sich auch noch für mich aus und machen auf meinen Namen Schulden? Na, das übersteigt ja alle Grenzen. Also, das soll der Herr Professor sein? Ein schönes Zimmer. Zimmer mit Bad. Mit Bad, ja, Sie soll baden, ja. Und morgen früh um 7.25 Uhr, bitte fahren Sie mit einem Dutzend schöner Rosen zum Südbahnhof. Und holen Südbahn. Südbahnhof, ja, und holen die Dame ab. Bitte schön. Ja, mein Wagen wird an der Bahn stehen. Jawohl. Herr Professor. Mein Wagen wird an der Bahn stehen. Das merke ich mir. Bitte schön. Wagen in Bahn, bitte schön. Wagen an der Bahn, wenn ja. Ich das alles gut erledige, dürfte ich da wegen meiner Gehaltsaufbesserung sprechen. Sprechen, apropos sprechen. Gut, dass Sie mich daran erinnern. Sprechen Sie Englisch? Jawohl, Herr Professor. Noch, dann ist es sehr gut. Also bitte nicht den Zug versagen, ja? Nein, nein, nein. Ja, und dürfte ich dann morgen früh eventuell... Ja, vielleicht rote Rosen ist am besten. Ja, ich denke schon. Mary. My dear Papa, I know exactly what you're going to say. Everything's going to be perfectly all right. I haven't forgotten a thing, and Professor Mangold has reserved an apartment for me. Listen, Mary. Papa, dear, you've no idea. You won't recognize me when I come back with my new nose. Jetzt habe ich mich so auf deinen ersten Besuch in meiner neuen Wohnung gefreut. Jetzt machst du mir eine Szene. Aber warum schickt man denn gerade dich an die Bahn? Na, warum soll ich denn nicht auf die Bahn gehen, um meine alte, hässliche Engländerin abzuholen? Aber vielleicht ist sie doch jung. Engländerinnen sind nie jung. Besonders nicht nach einer Nachtfahrt. Außerdem hat sie so eine Nase. Na, dafür lässt sie sich doch operieren und kriegt nachher eine schöne neue. Das ist schwer mit dir, Mimi. Sehr schwer. Mit diesen Damen kann ich natürlich nicht konkurrieren, die sich bei euch behandeln lassen. Ich bin nur ein einfaches Mädel. Ich bin eben so, wie ich bin. Aber Mimi, deswegen habe ich dich doch so lieb. Oder glaubst du, mir imponieren diese Gesichter, die zu uns kommen und sich herrichten lassen, was? Ach, das überhaupt für Damen sind. Es sind die Damen heutzutage gar sehr aufs Äußere bedacht. Von früh bis spät gibt's eine Frage, wie man die Schönheit schöner macht. Die Schönheit wechselt mit der Mode. Was früher schön war, ist heute mies. Und doch. Trotzdem. Die ersten 8 Tage im Monat können wir auf jeden Fall herrlich davon leben. Die anderen 22? Haben wir uns lieb? Doch, sehr schön, ne? Also jetzt sehen wir uns auf jeden Fall mal die Wohnung an. Komm! Einmal die Klingel in Gang setzen, sollte schon genügen. Was wünschen Sie? Wir kommen wegen der Wohnung. Dann werde ich öffnen. Vorsicht! Die Schwelle ist mit Glanzlack gestrichen. Wie bitte mit Glanzlack? Glanzlack! Ja. Haben Sie gehört? Jawohl. Vorsicht, Glanzlack. Blicken Sie ganz unbefangen um sich. Das hier ist das Vorzimmer. Aha. Ganz modern. Jawohl. Und wo sind die anderen Zimmer, bitte? Die anderen. Folgen Sie mir.
Das hier ist das Esszimmer. Aha. Überlasse ich denen, die es nötig haben. Nummer 13, meinen Sie, Frau Griechisch. Ich weiß nicht, ob so eine streng klassische Nase zu Ihrem energischen Kind passen würde. Ich würde lieber etwas anderes vorschlagen. Wollen wir mal sehen, ob was da ist. Vielleicht Nummer 3, nicht? Ich will zuerst das Original zeigen, das hier Nummer 4. Aus dieser Nase habe ich dann diese Nase hier geformt. Das ist das anzusehen. Eine sehr aparte Form, sehr modern, wird sehr viel getragen. Nein, Herr Doktor, diese Nase gefällt mir. So eine habe ich ja selber. Ich möchte mal eine andere eine haben. Andere, ja. Vielleicht Nummer 11. Nummer 11, bitteschön, Nummer 11. Wollen wir gleich sehen, was nein, das ist ganz ausgeschlossen. Ach, warum? Aber die Frau, das ist doch eine völlig abgetragene Nase. Aber die ist ja heute ganz unmodern geworden. Nein, nein, das ist nichts. Schauen Sie, eine Nase muss einem doch Freude machen, nicht wahr? Sonst hat doch die ganze Neugestaltung doch gar keinen Zweck, nicht wahr? Aber ich will Sie gar nicht überreden. Ich versuche Sie irgendeine fesche Nase aus. Wir werden dann darüber noch sprechen, ja? Ich will inzwischen meine Klientinnen besuchen, ja? Bitte. Moment. Darf ich bitte Ihre Hand nehmen? Was macht das Nase? Das geht das sehr gut. Noch ein paar Massagen, sonst in schönster Ordnung. Auf Wiedersehen. Darf ich mir die Hand bitten, liebe Frau? Na, schon ein paar Falten verschwunden, ja? Jawohl, Herr Professor. Alles in Ordnung. Noch ein paar Bestrahlungen und die Haut ist glatt wie eine Billardkugel. Na, Billardkugel, das wird ja sehr fesch. Ja, schön. Darf ich bitten, Ihre Hand? Herr. Ja. Ihr Mann wird doch nicht absichtlich seinen Sekretär zur Nachtzeit in Ihr Zimmer schmuggeln, nur um sich einen Beweis gegen Sie zu konstruieren. Was wollte denn dieser Mensch hier? Das kann ich mir schon denken. Irgendein weibliches Wesen, die Köchin oder die Schofe, die hatten ständig ein. Und als er sich entfernen wollte, hat er sich in der Türe geirrt. Sie meinen? Na, aber natürlich. Wie alt ist denn die Köchin? 59. Das ist allerdings ein Alibi. Was die Köchin anlangt, da ziehe ich meinen Verdacht zurück. Und die Schofe? 22. Halt! Das ist ein verdächtiges Alter. Bitte klingeln Sie nach hier. Bitte. Weiblichen Logierbesuch? Und was für einen? Was die nur für Turnübungen macht? Na, meine Mutter möchte mir für sowas ein paar Ohrfeigen geben. Dann ist ja alles klar. Nein, nein, Herr Rechtsanwalt, Ihre Kombination ist fantastisch. Ich sage Ihnen, ich tippe richtig. Der Sekretär hat ein heimliches Rendezvous mit Ihrem Logierbesuch gehabt. Aber er kennt Sie doch gar nicht. Er hat Sie doch verpasst an der Bahn. Sagt er. Sagt Sie. Verabredung, das kennt man aus 1000 Kriminalfällen. Aha. In Wirklichkeit haben sich die beiden an der Bahn kennengelernt und er hat ihr gefallen. Na, das wäre doch der Gipfel der Unverfrorenheit. Bestimmt nur diese Miss Tyatt ist schuld. Und wenn sie sich auf den Kopf stellen. Miss Tyatt. Oh, good morning, Mrs. Manuel. Excuse me for another minute, I'm not quite finished. Ich muss schon sagen, das hatte ich von Ihnen nicht erwartet. Das mache ich jeden Tag, das ist sehr gesund. Die gnädige Frau ist wie aus den Wolken gefallen. Oh, where is dieser Herr? Mein Anwalt. Dr. Meyer. Ihr Anwalt, sehr interessant. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause zugeht. Bei uns ist so etwas zumindest ungewöhnlich. In einem fremden Haus. Aber ich verstehe Sie nicht. Wie meinen Sie das? Miss Dyer. Lassen Sie mich reden. Nein, bitte. Reden ist meine Sache. Miss Dyer. Ich habe solche Fälle schon zu Tausenden gehabt. Bringen Sie nicht. Er hat bereits alles gestanden. Gestanden? Where? Where is er? Der Sekretär meines Mannes. Den Sie heute Nacht hier im Hause empfangen haben. Was habe ich? Ich habe ihn heute Nacht hier. Das hat Ihr Sekretär gesagt. Das ist eine Unverschämtheit! Herr Professor! Bitte? Wo ist Ihr Sekretär? Was ist los? Wen suchen Sie? Ihr Sekretär! Bitte? Oder nein, es ist ja ein paar Minuten kann ich erwarten. Dann brauchen Sie mich wieder. Dankeschön. How do you do? How do you do? Mr. Director. Oh,
Thank you so much for the flower. Ist ja so much von der Reise, na, das wird mich schon ergeben. Excuse me, just a moment. Moment, ist sie wieder hier. Entzücken, wie? Etwas schon, aber wissen Sie, ich verstehe gar nicht, warum Sie die Nase operieren lassen. Vielleicht kann mir was anderes wegschlagen. Ein Spleen, Herr Professor. Englischer Spleen. Am I not nice? Sie meint, das habe ich jetzt verstanden. Ja, aber, kleines Fräulein, was gefällt Ihnen nicht an Ihrer Nice? Oh! Sehr burschig, das war's. Englisch, vollkommen Englisch. Ach so, englische Zitte. Naja, also, was macht man da? Hm? Me? Ja. Yes, yes. Just a tippy. Was? Wie? Ja, das ist er. Ja, das habe ich auch. Was macht die denn da aus? Wahnsinnige. Und darum will sie sich die Nase operieren lassen. Ja. Gut? Sehr gut, natürlich sehr gut. Das ist bestimmt ein Irrtum. Die gehört in die Behandlung eines Psychiaters. Oh. Aber glauben Sie mir. Wasn't it good? Oh, wunderschön, sehr cool. Machen Sie das zu Hause auch so, ja? Yes, with my father. Was? Father ist Vater auf Englisch. Father, Father. Aha, ah, mit dem Herrn Father. So. Yes. Ah, der Herr Papa kann das auch noch, so. Yes, he's a leading clown. Oh, huh? Clown ist Kloven. Was ist ein Kloven? Yes, of the Victoria Circus. Circus. Ja, wieso sagen Sie, wer sind Sie? Wie heißen Sie denn? Eleanor Gray, Dancer. Dancer, was ist Dancer? A girl. Was, ein Tanzgirl sind Sie? Yes. Und ja, sagen Sie, was haben Sie denn da angestellt? Ja. Ein irrsinniges Tanzgirl bringen Sie daher? Und die wirkliche Miss Dyer, die gondelt in ganz Wien herum unter Seelen allein? Ja, erst verheiratet sind. Und hier ist das Herrenzimmer. Das ist mein Raum. Das ist wirklich urgemütlich. Jetzt bin ich nur neugierig, wo das Badezimmer ist. Das ist der einzige Nachteil dieser Wohnung. Das Badezimmer ist extra. Gott sei Dank, ich habe schon geglaubt, das Bad kommt auch aus der Wand heraus. Ja, also die Wohnung gefällt mir. Die hat bis jetzt noch jedem gefallen. So. Und der Preis, bitte schön? Der hat noch niemand gefallen. Das übersteigt allerdings beträchtlich meine Erwartungen. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag, liebe Frau. Solange ja? ich allein hier wohne, zahle ich die Hälfte. Sie wissen ja noch gar nicht, wie viel Sie zu zahlen haben. Das macht nichts. Die Hälfte ist immer billiger. Das stimmt. Und wenn wir verheiratet sind, dann zahlen wir den Vollpreis. Ja, wenn Sie verheiratet sind. Hm. Jawohl. Gestatten Sie meine Karte? Fred Reigersheim, das sind Sie. Jawohl. Sie des Kosmetischen Institutes, Direktor Professor Dr. Emil Mangolds. Ja, von dem habe ich schon viel gehört, ja. Da kann man sich die Nase, die Ohren oder sonst was verschönern lassen. Sehr richtig, Herr Frau. Bitte schön, wenn Sie vielleicht mal etwas brauchen, dann würde ich... Ich? Gott behüte. Das überlasse ich denen, die es nötig haben. Nummer 13, meinen Sie, Frau Griechisch. Ich weiß nicht, Frau, ob so eine streng klassische Nase zu Ihrem energischen Kind passen würde. Ich würde lieber etwas anderes vorschlagen. Wollen wir mal sehen, ob was da ist. Vielleicht Nummer 3, nicht? Ich will zuerst das Original zeigen, das hier Nummer 4. Aus dieser Nase habe ich dann diese Nase hier geformt. Das ist das anzusehen. Ist sehr aparte Form, sehr modern, wird sehr viel getragen. Nein, Herr Doktor, diese Nase gefällt mir. So eine habe ich ja selber. Ich möchte mal eine andere eine haben. Andere, ja. Vielleicht Nummer 11. Nummer 11, bitteschön, Nummer 11. Wollen wir gleich sehen, was da ist. Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Ach, warum? Aber hier, das ist doch eine völlig abgetragene Nase. Aber die ist ja heute ganz unmodern geworden.
Nein, nein, das ist nichts. Schauen Sie, eine Nase muss einem doch Freude machen, nicht wahr? Sonst hat doch die ganze Neugestaltung doch gar keinen Zweck, nicht wahr? Aber ich will Sie gar nicht überreden. Ich versuche Sie irgendeine fesche Nase aus. Wir werden dann darüber noch sprechen, ja? Ich will inzwischen meine Klientinnen besuchen, ja? Bitte. Moment. Darf ich bitte Ihre Hand nehmen? Na, was macht das Nase? Na, das geht mir sehr gut. Noch ein paar Massagen, ist alles in schönster Ordnung. Auf Wiedersehen. Darf ich mir die Hand bitten, Frau? Na, schon ein paar Falten verschwunden, ja? Jawohl, Herr Professor. Alles in Ordnung. Noch ein paar Bestrahlungen und die Haut ist glatt wie eine Billardkugel. Na, Billardkugel, das wird ja sehr fesch. Ja, schön. Ja. Wenn ich ein Kind passen würde, ich würde lieber etwas anderes vorschlagen. Wollen wir mal sehen, ob was da ist. Vielleicht Nummer 3, ne? Ich will zuerst das Original zeigen, das hier Nummer 4. Aus dieser Nase habe ich dann diese Nase hier geformt. Das ist das Anzusehen. Eine sehr aparte Form, sehr modern, wird sehr viel getragen. Nein, Herr Doktor, diese Nase gefällt mir. So eine habe ich ja selber. Ich möchte mal eine andere eine haben. Andere, ja. Vielleicht Nummer 11. Nummer 11, bitteschön, Nummer 11. Wollen wir gleich sehen, was los. Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Ach, warum? Aber hier, das ist doch eine völlig abgetragene Nase. Aber die ist ja heute ganz unmodern geworden. Nein, nein, das ist nichts. Schauen Sie, eine Nase muss einem doch Freude machen, nicht wahr? Sonst hat doch die ganze Neugestaltung doch gar keinen Zweck, nicht wahr? Aber ich will Sie gar nicht überreden. Ich versuche Sie irgendeine fesche Nase aus. Wir werden dann darüber noch sprechen, ja? Ich will inzwischen meine Klientinnen besuchen, ja? Bitte. Moment. Darf ich bitte Ihre Hand nehmen? Na, was macht das Nase? Na, das geht mir sehr gut. Noch ein paar Massagen und alles in schönster Ordnung. Auf Wiedersehen. Darf ich mir die Hand bitten, Frau? Na, schon ein paar Falten verschwunden, ja? Jawohl, Herr Professor. Alles in Ordnung. Noch ein paar Bestrahlungen und die Haut ist glatt wie eine Billardkugel. Na, Billardkugel, das wird ja sehr fesch. Ja, ne? Schön. Darf ich bitte mir die Hand bitten, Frau? Ja, bitte? Ja, es ist noch schwer zu beurteilen, aber ich hoffe schon. Ja, auf Wiedersehen. Ich möchte den Bericht von der letzten Woche sehen, ja? Bitte, Herr Professor. Was war dann? 40 Kohlensäurepackungen, 3 Emaillierungen, 3 Nasenkorrekturen, eine Ohrengleichrichtung, 97 Massagen, so allerhand. Ja, ja. Die Woche war ausgezeichnet. Saisonbeginn, Herr Professor. Na, sonst noch was? Nein, nein, sonst. Das heißt doch, ja, ich hätte noch ein kleines Jubiläum. Es sind nämlich gerade 30 Tage her, dass mein Gesuch um Gehaltserhöhung abschlägig beschieden wurde. Ja, da gratuliere ich. Das ist sehr interessant. Ja. Ja, ich habe das durch den Kopf gehen lassen. Ja, bitte. Sonst aber nichts. Sonst tatsächlich nichts. Pardon. Ja, bitte. Hallo? Wie? Jawohl? Herr Professor ist zugegen. Einen Moment, bitte. Bitte, Professor. Guido. Was für ein Guido? Hallo? Hier ist Professor Mangold. Was für ein Guido? Ach so, der Guido. Venedig. Ja, bitte, was steht zu Dienst? Wir sind ans Haus. Hallo. Da sind wir. Was? Zu Hause sind wir. Also. Das reicht gesagt. Es ist hier allein, beim Glas, allein. Ja, ja, Sie sitzen ganz allein. Aber steigen Sie aus, so. Thank you.
In welches Zimmer kehren Sie eigentlich? Gut aus. Ja. Nummer 12 und auch mein Chef, schon ein gutes Zeichen. Und 3 Zimmer mit Bad, du, das wäre eine Wohnung für mich. Fred, bist du denn größenwahnsinnig geworden? Wieso denn? Was willst du denn mit so einer großen Wohnung? Ja, doch nicht für mich allein. Aber wir heiraten doch bald, dann ziehst du doch zu mir. Wirklich? Werden wir bald heiraten? Selbstverständlich. Ich warte nur noch auf die erste Gehaltszulage. Wenn du die nicht kriegst? Dann heiraten wir trotzdem. Die ersten 8 Tage im Monat können wir auf jeden Fall herrlich davon leben. Die anderen 22? Haben wir uns lieb? Ist auch sehr schön, ne? Also jetzt sehen wir uns auf jeden Fall mal die Wohnung an. Komm! Na, 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 na. Einmal die Klingel in Gang setzen sollte schon genügen. Was wünschen Sie? Wir kommen wegen der Wohnung. Dann werde ich öffnen. Vorsicht! Die Schwelle ist mit Glanzlack gestrichen. Wie bitte mit Glanzlack? Glanzlack! Ja. Haben Sie gehört? Jawohl. Vorsicht, Glanzlack. Blicken Sie ganz unbefangen um sich. Jawohl. Das hier ist das Vorzimmer. Aha. Ganz modern. Und wo sind die anderen Zimmer, bitte? Die anderen. Folgen Sie mir.